zusammen. Hallo. Hey. Hey. Hi. Hi. Hier wird doch gar nicht lange rumgeschnackt. Wir haben eh schon alles verpasst im RP. Vorab bitubo. Sorry, aber musste sein. Wo ist der Mucke hin? Hallo? Achso, ist schon Ende. Avo, Digga. Vorab bitubo. Avo. Hier alles verpasst. Ja, mit absoluter Sicherheit, Mann. Wir haben 9 Uhr. Weißt du jemand, ob Stan eigentlich nur den Cringe von gestern gesehen hat? Guckt sich Stan überhaupt RP-Videos nur an? Der hat doch gar nichts mehr damit zu tun. Ich glaube nicht, dass der sich das anguckt. Aber einen wunderschönen guten Abend. Who knows? Ach, Quatsch. Hallo, wer guckt sich denn noch RP-Videos an? Mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Hatte jetzt ein langes Gespräch, was wichtiger war als der Pommes selber. Aber wir werden ja gleich erfahren, falls es vorbei ist, ob irgendwas passiert ist. Kriegen wir das noch wenigstens rein mit der Story. Kann auch sein, dass wir nichts verpasst haben. Who knows? Machen wir heute einen kleinen Short noch. Ist ja nicht so schlimm. Aber Gespräch war halt echt wichtiger. Über das Gespräch kann ich übrigens nichts sagen, wegen, ich nenne es einfach mal NDA. Aber Tuning kommt. Habt ihr gesehen bei Twitter? Auf Unity Pommes? Hab ich retweetet. Ja, V-Abitubo kommt. Genau, Demba. Tuning kommt. Soon. Soon, Alter. Soon. Da soll nur einer sagen, die Unity machen keine Updates. Hallo. Soll das. Sag dir, ich soll mir den Künstler von gestern nochmal anschauen. Lieben gerne, Bruder, wenn du auf so etwas stehst. Komm, wir fucking gar nicht lang rum. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Abend. Und hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Masahiro, vielen lieben Dank für den Prime im 5. Peng Peng. Esaris, Dankeschön für den Prime 2. Hacky, danke für den Prime 19. Truwix, Dankeschön für den Resub 9. Huklu. Ziggy, danke für den Resub 13. Touch my Pew Pew, mache ich nicht. Oder vielleicht doch. Danke für den Resub im 24. Ein Devin, Dankeschön für den Resub im 22. Also. Na, also, wie war das mit dem Handy, Unity? Die kommt mir fast so wie GTMP-Update zu. Ruhe. Wie kann man sowas sagen, Schattenbund? Du hast gar keine Ahnung, was dahinter steckt, ja? Ich mag sowas nicht. Weißt du, wie schwer das ist, einen Server zu leiten und auch mit Coding und so? Taktsam. Kerst, es geht. Ja, Oma, ich bin live. Würde mir das ehrlich gesagt nur für deine Reaction anschauen. Ja, die Reaction sieht man nicht, weil ich keine Cam hab, ne? Aber ich bin teilweise im Boden versunken und war sehr rot im Gesicht. Das war schon die übelste Sorte von Cringe gestern. Awo! So. Relik, Dankeschön für den Prime im 3. Nimm halt alles ernst, so gute Laune wieder versaut. Hallo, da musst du da ein Dings machen. Ja, okay, du hast einen Lull dahinter gemacht, aber das, ne. Sorry, wenn da zickig rüberkam. So meinte ich das nicht. Aber solche Sätze setzt halt Devs und Server unter Druck halt. Weißt du, was ich meine? Ich will da ein bisschen schützen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend auch. Vielleicht habe ich deshalb ein bisschen allergisch reagiert jetzt. Aber sorry. Zap, zarab, zap, dab, dab. Dabadabab, zap, blablab. Hier drauf, da drauf, zack, okay, verbinden, let's go. Ab in den Premise. Hallo, der Sub. An alle einen wunderschönen guten Abend. Ich gucke eigentlich jeden Tag im Discord, Masahiro. Morgen gibt es da oder der ersehnliche Setup-Bild und auch von dem Bild das Bild. Auf Insta und so und im Discord. Das habe ich heute nicht mehr geschafft. Bin spät aufgewacht, meine kleine Schwester hat heute Geburtstag und so, aber viel Dings. Plus das Gespräch gerade noch. Ist halt der typische Dienstag, ne, wo ich eigentlich meinen ganzen Scheiß kläre. Deshalb habe ich ja Dienstag meistens auch frei. Zu 99%. Wie kommt es, dass du heute deinen Urlaub verstreichen lässt, weil heute Geldübergabe ist oder schon war und ich das aufnehmen möchte für die Story für euch? Damit ich nicht Donnerstag bzw. Freitag dann wieder alles erklären muss. Und Samstag ist ja schon der Tag, wo der Waffendealer kommen wollte, was der hoffentlich auch einhält.
Alles für die Pommes. Keine Ahnung, Lenz, hab denn eine Schotti? Vielleicht ist der klein und hält nur die Hälfte. Oha, wir haben Winterwetter. Boah, das sieht ja brutal aus auf Redux, Alter. Holy fuck. Es schneit sogar. Alter, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Ey. Ja? Das ist Schnee, Schnee, schneit. Oh, ak, bitubu. Boah, jetzt aber mal Retalk. Das hatten wir, glaube ich, auf Alternate damals auch, oder? Diesen oh mein Gott, sieht das gut aus unter Redux. Leck, oh mein Gott. Der Nebel sieht so brut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hat der für einen Mantel an? Boah! Achso. Das ist das krasseste Outfit, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Boah, dieser Mantel, ne? Oha. Du siehst aus dem Bastelgeld ab. Was geht? Nimm mich auf zu voller Maschala, der Hübsche. Na, du bist immer nur Alfred. Jungs. Was geht ab? Was geht ab? Boah, gleich gibt's dicke Brett, ne? Ach, warum? Tach. Ja, die Fotos kommen gleich. Wer kommt? Boulders. Kommen die? Ja, die wollen nochmal reden. Ja, die meinen, die wollen dicken rein, einen reinbrettern. Brettern oder reden? Die wollen reden. Nein, die wollen reden. Was mit Maxis? War schon Geld? Die haben bezahlt. Naja, Geld ist zahliert. Nö, die haben 950.000 bezahlt. Ach, da fehlt aber nur 1 Million! Ja, hör doch mal zu! Nee, okay. Nee, schneit! Jetzt haben wir noch 2 Wochen gegeben, um 500.000 zu bringen. Das ist Schnee, Schnee, schneit! Junge, Alter. Der Schnee nervt. Okay, und voll das wollen quatschen. Die wollen jetzt, die Mail kommt jetzt gleich. Nur eine? Weiß ich nicht. Ja, dann, wenn nur einer kommt, alle auf die Dächer. Ja, das ist dann Hinterhalt, glaube ich. Oh, ich glaube auch, wenn nur einer kommt. Ich konnte nicht eher, weil Mina ist ganz doll krank. Alles gut. Was hat die? Ja, die hat die übelste Scheißerei. Bitte, heißes Wasser ans Gesicht, das hilft. Also eigentlich in wie immer. In der Bude riecht's voll in der Suppe. Hä? Man bindet doch einfach Windel um. Hat die doch schon. Hat die wieder gegessen. Aber das läuft auf der Seite raus. Da schwimmt die da drin, das ist voll geil. Hat die schon wieder das Essen von Kürbsen gegessen? Gut, und dir, Habibi? Auch gut, Ramoyaselle, mir geht's immer gut. Samstag ist der 5., ne? Dann ja, kommt der Typ, sein. Ne? Ja. Ja. Kommst du dann mit, ne? Ja. Wir haben ja so viel Geld, ne? Ja. Wie viel Geld haben wir? Lack, wir haben 7 Millionen. Komm mal mit, komm mal mit. Steig auf. Jetzt sag nicht, du hast das Ding gekauft. ABB, steig auf. Das haben wir schon lange. Lass mal eben kurz zu den Dingen, zu den Herdis. Okay. Dann sollen die uns direkt sagen, was die haben wollen, weißt du? Ja, die sollen nur direkt mal die Kohle rüberreichen. Was denn hier, Alter? Sag mal, was ist denn hier los, Kollege? Jungs. Digga. Was macht ihr denn? Hab davor. Du kommst rein an die Leine. Gibt's gleich ein Brettchen, oder was? Das ist Schnee. Ja, okay. Wer war das? Keine Ahnung, Alter. Pauak Bitubu. Ja! Das ist Schnee, Schnee, Schnee! Ja, was ist mit dir, Junge? Mit deinem scheiß Schnee, Junge. Schnee. Schnee ist geil. Schnee ist gut. Mach Mut. Ah, so, Digga. Grüße, ich hab den Curtis mitgebracht. Grüße. Absolut professionell, ja, nicht am Start. Du hast ein bisschen kalt geworden, ne? Ja, Oh, hi. Ries. Ja. Warte, bevor wir die eine Sache klären. Ich hab gestern mit dem Architekten gequatscht, ne? Ja. Hör mir zu.
oben gegenüber von Merlo Jack ist so eine Müllhalde. Ja. Da müssen wir zusammenhalten mit einem LKW und dann klauen wir da Couch und so. Okay. Da kriegen wir die her. Okay. Das kriegen wir hin. Aber ich will, Bruder, ich will auch eine Kreissäge, ne? Hey, nur kurze Frage. Wie fällt dir das Outfit? Ja. Ja. Ist halt, weiß nicht. Wie ja? Ist halt vom Park inspiriert, ne? Echt? Wer hatte das schon? Kopierer, verpiss dich, geh mal aus den Augen. Wer hat das schon? Wer hatte das schon? Der Bademeister. Okay, ich muss mich schämen. Nicht weinen, Schwabbel, alles gut. So, erzähl mich. Zwei Revolver wollt ihr haben? Genau, zwei Revolver, eine Uzi und ein Skorpion. Zwei Revolver? Mhm, eine Uzi und ein Skorpion. Ich hasse Wind, oder? Ich bin ehrlich. Bin da schön. Hey. Hey, da habe ich das Gefühl, ich bin eine Frau, Junge. Das ist Schnee. Schnee schneit. Schnee schneit, ja. Dann bekomme ich 1,3 Millionen von euch. Ja, ja. Prost, irgendwann. Wann? Am besten entweder heute oder Freitag. Wir können um Freitag machen. Bin im Freitag. Freitag wäre besser, Bro. Wir warten auf Zahlung. Aber Freitag für die sie fit gehen. Gut, packen wir uns gleich eine LKW, gehen wir zusammen oben zur Müllhalde. Ja, 22 Uhr haben wir einen Termin, Kollege, ne? Was hast du für einen Termin? Ja, mit 1:07. Nee, warte. Nicht heute mit der Müllhalde. Weil okay, das muss doch irgendwie abgenommen werden. Man darf die ja nicht auf die Straße stellen und so. Wir machen das irgendwann die Tage. Okay, dann machen wir das die Tage. Berichte mir mal, was da rausgekommen ist mit der 1 Sack Zwiebeln. Warte mal, habt ihr mit denen schon wieder? Ja, gar nichts, ich will mit dem Business machen. Und was, wenn die kein Business machen wollen? Ja, da wollen die ja kein Business machen. Da kann ich ja nichts dran ändern. Ja, ihr macht das schon. Ja. Hey, Bro, muss ich da wohl respektieren, wenn das so ist, man. Bro, lass das mal unsere Sache sein. Ja. Ihr macht das schon. Ich kann ich nicht, die sind stärker als ich. Bringt ein paar Pommes mit. Beim Esstisch wird immer besser geklärt. Ja, aber Curtis, man sieht, ich bin ehrlich mit dir, ne? Hier bei den Yardies, da kriegst du einfach die beste Pommes. Nein, im Park gibt's die besten. Der Park stinkt nach Junkies. Ja, weil deine Mutter da abhängt. Mit deiner Mutter Hundefutter. Spenderherz, was ist denn hier los? Hallo, ihr blockiert die ganze Straße. Mando! Da kriegst du einen Hals! Hey, frech bist du. Ach, da so, das ist der United, ist das. Wer ist das? Ich glaube, das ist der United. Was machen die denn da? Ahnung, interessiert mich dann nicht. James, mal fragen. Wieder Stress mit 500 Leuten. Fragen. Ja. Okay. Wo ist denn der Tyrone? Also, ja, was macht er hier in meine Süden? Hallo? Kennst du doch. Ja. Was haben die schon wieder mit Jamestown? Wir machen hier immer Stress, so, weißt du? Hallo, warum redest du? Bist du OG? Wer weiß. Wow. Was haben die schon wieder mit Jamestown? Wieso redest du? Bist du OG? Ja, ich bin OG. Nur mal ein bisschen Nasenspray. Ich brauch kein Nasenspray. Nase hochziehen, du Rotzlöffel. Gleich knallt's. Ist das der Pi schon hier vor mir? Wo denn? Na hey. Hey, wo ist der Pi? Der ist in der Butze. Ah, Mann. Jut, bestell einen schönen Gruß im Pi. Was ist denn mit dem Dach los, wenn das lackiert? Ich will aber mein Geld zurückverlangen. Weiß ich nicht. Das denn für Fehler da oben? Buka mir. Ich hab das Geld schon zurückbekommen. Mann, Rage. Guck mal, wir haben Stupsräder möppelt. Tschüss, Weihnachtsmann. Arme Jamestown. Werden immer gebachbert. Gebachbert. Ja. Ruhe, Chat. Chanik ärgert wegen Würfel im RP. Chat, zeig dem Duplo. Mega nice, das Wetter. Hallo, guck, boah, ich hab was den gar nicht kopiert. Hier schon wieder hier? Der hat mich gar nicht kopiert. Wenn ihr noch was? Der hat mich nicht kopiert. Na klar. Nee, aber dein Anzug.
Du hast ja meine Lügner, bist du. Kannst du vielleicht mal das Oberteil kurz machen? Könnt ihr bitte gehen, wir wollen nicht kuscheln. Wir klären unseren Scheiß alleine. Doch, wir müssen kuscheln, ist kalt geworden. Okay, dann bleibt hier. Ich will keine harten Nippel. Ich hab noch ein paar Minuten Zeit, ja, wenn es geht. Boah, wenn ich schon, der muss füllen, ne? Verkaufe ich nicht. Was? Oh, der will uns weghaben. Hallo, nicht am Baggern, ich will keinen Stress mit Mila. Oha, oha. Aua! Hold up! Ey! Ich will auch damit fahren. Bist du bescheuert, dann bekomme ich Ärger. Warum? Vom Architekten. Ich buddel nur ein Loch hier. Mhm. Ich buddel nur ein Loch Nö, hier. Du hast einen Hund angeschossen. Kannst dich fickeln. Wenn einer Ärger bekommt, deswegen, dann bin ich das. Ja, Bumfall. Dein Rasen. Gut. Hören Sie zu, Jungs. Mein Gott, die hat eine ganz zittrige Stimme, die Alte. So, ich kann ja wieder was geben, wenn ja das Business mit 1.7 machen will, ne? Also halbe Stunde kommen die. Ey, nein, ja, nur die Frau oder die alle? Ja, ist wieder, ob die alle kommen. Soll die ruhig alle kommen? Wenn die nicht früher kommen, in einer halben Stunde das Kino mit Yardis. Was? Ja. Ach so, wenn die da hin wollen? Ja, ja, ja. Was für ein Business wollen die damit Logen machen? Ja, was haben die für ein Business? Ja, Koks. Ja. Wisst ihr, was mir auch mal eingefallen ist? Was denn? Bei Gras, da sind immer Koppers, ne? Aber von dieser Koksroute höre ich nix. Doch, ja, ich hab gestern mit dem von der 4-9er gesprochen. Und? Die arbeiten ja darauf, die meinten zu mir, momentan ist halt schwierig, weil total viele Cops drauf sind. Ja, Lüge. Ja, aber das ist auch nicht so attraktiv, ne? Weil die Strafen höher sind da. Da arbeiten viele. Also letztes Mal habe ich da 7, 8 Leute auf einmal arbeiten. Wie sieht das mit Geld aus da? Das ist gut, okay. Das ist angenehm. Also ich finde die Route viel angenehmer als Gras. Ja, sollen die klären. Ist dann nicht unser Bier, oder? Ja, nö. Ja, wollen wir auch auf die Koksroute? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Geld und wir wollten ja eh was anderes machen. Wir können auf jeden Fall. Wie viel Geld haben wir? 7 Millionen schon? Ja. Weiß ich nicht, Dante. Ja, 7. Ich finde. Wie viel Geld fehlt noch von den Leuten? Oh, Lost fehlt noch. 550.000 von den Maxis. Dann von Lost Nord noch 1-2 Mio, je nachdem, wie die sich entscheiden. Und dann jetzt gleich die Folder noch 3 Mio. Und One Niner ist eigentlich noch 500.000, aber die wischen wir nämlich nicht. Also, ich habe gestern noch mit dem Kurt gequatscht, ne? Ja. Der hat das auch so angenommen, was ich gesagt habe, aber die wollen den Scheiß komplett alleine klären. Was auch gut ist. Ja. Das haben die auch schon. Weißt du, da sehe ich das, was ich den einbringen wollte, weißt du? Ja, ist doch gut. Also sind wir so, wenn wir die ganze Kohle haben, ungefähr bei fast 10 Millionen. Ja, 9, ja. 9. Ja, mehr. 12, 13. Ja. Ja, gehen wir mal von 10 auf. Auch nicht, aber 11, 10, 11 so. Ja, wenn wir alle noch 3 von den Folders bekommen, dann sind alle 10. Ja, aber 10. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht. Kriegen wir ja, aber das, also, weißt du was? Die wollen ja reden. Eins will ich sagen, ne? Das wären 25 Wir haben kein Mitleid mit denen, ne? Aber ich will kein. Ja, aber ich. Das ist zu viel, Alter. Na klar ist das zu viel. Wir holen so 5, 6 Stück. Das ist auch gut, wenn wir ein bisschen was auf Dingens haben. Ja, auf hohen Kante. Ich will aber, dass wir kein Mitleid mit den Folders haben, ne? Die sind mir so scheißegal. Was Lass mal du? Gegen. Was dass wir kein Mitleid mit denen haben, auch wenn der Typ von dir gestorben ist. Das ist mir so scheißegal. Das habe ich auch kein Mitleid. Ja, das. Also, bei denen würde ich genau hart bleiben, ne? Scheißegal. Ja, macht ihr das. Ja. Weil ich aber ich bin immer ein bisschen weich. Nein. Glaube ich nicht. Lass gegen Sopranos brettern, die haben noch viel Geld, komm. Ja gut, wenn wir aber sagen, dass du das machen sollst und du da ein bisschen weich wirst, dann wirst du halt ein bisschen weich, dann müssen wir auch dahinter stehen. Nee, dann springe ich da einer und sag, nee, so nicht, Kollegen. Nur Johnny hat erst mal zu mir gesagt, du klärst das und ich sag Johnny jetzt, du klärst das mal dem Geld. Weil da muss hart durchgegriffen werden bei denen. Jut. Und ich bin ein bisschen weich. Ich dachte, doch den Hase das ich dachte, du ja, bist du bescheuert, weil dann müssen die Ranch abgeben und so. 4 Millionen sonst Brett. Bobby, die sieht cool aus, ne? Ich sehe cool aus. Bildi, wir müssen kurz zum Klamottenladen. Ich brauch den Mantel.
Ich trage Mantel. Gefunden ja, auf Otto.de. Ne, ich gebe keine Hand. Gefunden auf Otto.de. Wann kommen die? Haben wir nur Zeit? Halbe Stunde. Okay. Um 10. Ja. Boah, das ist doch mein Sohn. Ich frage wegen einem Schalldämpfer. Boah, du brauchst unbedingt einen Schalldämpfer. Aber der muss angewachsen sein. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe noch nie auf irgendeinem RP-Server einen Schalldämpfer gesehen. Warum nicht? Chat, wisst ihr dafür einen Grund? Oder könnt ihr euch was ausdenken? Ja, Revive ist aber kein RP-Server. Hättest du eigentlich Bock auf so zwei Dubsters für die Villa? Na klar. Ich war heute da und hab mal... Aber den Schalldämpfer kann nicht OP sein, weil der den Damage nicht erhöht oder so. Der reduziert nur den Lärm der Waffe. Wenn ich dann nicht. Aber so für die Immersion in Schalldämpfer jetzt, wie in dem Fall jetzt bei BT, Alter, boah, ich würde das so fühlen, ne? Wie heißt denn der Mantel? Hallo, das ist ein Klamottenladen. Sprech bitte durch. Lackmach. Cousin. Ja? Wie heißt der? Der. Versace mit W. Mit W? Wie Werner? Nee, wie Brille. Also mit B? Nein, mit W. W, wie Werner? Versace, wie Brille. Was wie Brille, Junge? Ja. Mit V? Nein, mit W. Wie Zwiebel. Ich bin kurz im Handschuhfach. Aber welche Versace? Stinks. Du stinkst. Hey! Was willst du bald? Ja. Okay, Grasrute gehört jetzt uns. Geh nix. Kannst du deinem OG sagen? Ich bin OG. Ja, dann weißt du Bescheid. Oder es gibt einen Brand. Ich kenn nix, Junge. Verschwinde jetzt. Junge! Das ist mein Kleiderladen, verpiss dich. Was laberst du denn, Junge? Doch. Was laberst du? Boah, verpiss dich. Kopf zu. Scheiße, Kopfschmerzen aus. Also mit W? Ja, wie Zwiebel. Ich glaube, ist V vor W oder nach W? Ich glaube, scheiße. A, B, C, D, F, G, H, I, O, K, L, M, vor. Boah, verpiss dich aus dem Spiegel. Du Hässling, nein, der. Energie. Also. Weil du hast mal. Oh. Aber gibt's den schwarz? Ja. Ja. Aber gibt's den. Ja, gibt's auch. Boah. Welche Krawatte? Ah. Soll ich die nehmen? Auch was. Für den Bürojob. Die war auch wild. Die hier? Nein. Die hier? Ja. Die ist wild. Boah. Welche Farbe? Ich nehm das hier einfach. Fuck. Warte kurz. Wieder alles verpasst. Haben die Welle gemacht? Wer? Ja, diese Maxis. Die waren noch gar nicht da. Also zumindest nicht da, wo ich da war. Aber die waren schon da. Ja, ich war aber auch eine Zeit lang woanders. Also, nee. Wo war denn der Herr? Ich war oben im Norden, hab nach Dubster-Preise geguckt. Dann hab ich ein bisschen gechillt im Park. Wie teuer ist Dubster? 200.000, Digga.
Und ich habe mir einen Chef da gekauft vor 12. Warum das denn? Weil, Instead of a Grip. Boah, Grau sieht echt besser aus, ne? Aber der Schwarze genau. Ich mach trotzdem schwarz. Boah, ich such den, den ich hab, nochmal mit Kragen hoch, Digga. Weil meiner ist festgewachsen. Lang nicht mehr gewaschen. Oh. Passt. Ich nehme die Krawatte. Hallo. Grüß dich. Wie heißt denn deine Hose? Das sage ich dir gleich. Und die Schuhe? Lackschuh. Warte mal, ich hab den Kragen hoch, ne? Ja, ja. Stimmt, ich hab Kragen hoch, Junge. Aber wo hast du geguckt? Versace. Hast du bei V geguckt oder W? Bei W. Ist deine 5V? Nee. Also. Die ist von Versace. Also. Ja, aber Beatty hat den Grauen jetzt an. Deshalb nicht im Schwarz. Hä? Bei wem? Wie Werner? Nee, wie Zwiebel, aber ja, bin ich doch. Wer bist du? Braucht DLC. Boah, der sieht auch wild aus, ne? Soll ich nochmal gucken? Oder sogar gibt's nicht. Oha. 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 Ich hab... nix schon. Okay. Was? Du willst den grauen. Den hier? Hä, wieso hast du Kragen hochblätt? Ja, Versace 22 steht im Etikett. Mit W. Wie Wichser. Hä, wieso hast du Kragen hoch? Guck mal. Vielleicht bist du nicht. Ich schwöre sogar, ich beschwere mich, aber na, Suppenküche ist da. Egal, ich geh so. Wie heißt denn deine Hose? Die heißt. Oder, da fragst du mich jetzt was, Digga. Die ist bei irgendwas im Business. Kann die doch nicht kurz im Auto. Jetzt. Nein. Nein. Was nein? Weil dann alles rausfällt aus der Schule. Was quatschst du? Lack. Wie heißt die? Business irgendwas, Digga. Hier, ich guck. Unter Butchi. Butchi? Die hier? Warte. Nein, unter. Aber auch, geht auch. Warte. Und dann kommt Business-Ding hier. Business, Deluxe-Business? Ja, ja. Business, Business High Polyesterhose 1 Blatt. Direkt unter Gucci. Muss nochmal kurz ein Handschuhfach. Mein Ofen ist fertig. Was? Boah, ich krieg die Krise hier, ne? Was? Ah. Also.
Wie heißen die Schuhe? Shiny Business 1. Was? Shiny Business 1. Shiny Business 1. Lackschuh. Aber... Der Fuck, Junge! Bruder! Was? Mein Fuß juckt. Alter! Warum bewegt sich mein Mausrad? Ich gehe gleich durch. Aber warum habe ich Kragen hoch? Du nicht? Doch, jetzt hast du Kragen hoch. Ich habe gerade hochgemacht. Achso. Bruder, meine Augen tun so weh. Ich bin einfach nicht an Schnee gewöhnt. Ich bin da schön. Ja, ich... Ja. Oh. Au. Ich lese noch kurz meine Zeitung. Na klar. Also. Schöne Bild. Ey, Junge. So. Boah, was hab ich denn hier schon wieder alles verpasst, Alter? Relik, dankeschön für den Resub. Scheine, danke für den Resub. Fan Ragnar, danke für den Resub. Nick, dankeschön für den Resub, Stufe 2 sogar. Castro, danke für den Resub. Corporal Mask, dankeschön für den Gifted Sub an Shorty. Just Amy, danke für den Resub. Monster Ice, danke für den Resub. Van Matterhorn, danke für den Resub. Teddy, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs, Alter. Hab ich komplett vercheckt. Tut mir leid. Aber dankeschön. Monkey Shoulder, danke für den Resub. DS8 Driver, danke für den Resub. Reeps, dankeschön für den Resub. Lars, dankeschön für 90 Bits. Wurfpizza, danke für den Resub. Odin, danke für den Resub. Brainlots, vielen lieben Dank für den Resub. Benmi, dankeschön für den Resub. Kev, Rati, dankeschön für die Resubs. Horribee, Bruder. Auch vielen lieben Dank für 50 Gifted Subs, Alter. Absolute krank wie Teddy. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Mad Mike, vielen lieben Dank für den Prime im 3. und Lenzung, danke für den Prime im 23. Ui! Was ich für eine Mucke höre? Hip-Hop. Ich höre eigentlich alles, Bruder. Pff, vielen lieben Dank, Mann. Und sorry, wenn ich manchmal das verscheck. Aber ich bin immer so vertieft im RP. Ich finde, der Charakter sieht jetzt voll fett aus mit der Hose, Mann. Testen die anderen nur. Ich bin so besser. Ich lasse das auch so. Küsst ihn doch, ich küsse euch alle. Ist ein bisschen dunkel, ne? Liegt wohl an der Hose. Hey Santa, vielen lieben Dank für den Prime im 12. Nicht kommen, nicht kommen, nicht kommen, nicht kommen, nicht kommen. Boah, wieder Mucke, Alter. War nur Spaß, war nur Spaß. Du weißt genau, ich hab Musikallergie. Der Sprung war gut. Der Rückwärtssalto. Ja, ich will keine Pickel am Rücken. Sonst muss ich die auch noch ausdrücken. Naja, meine Pickel gehen nur Mila dran. Okay.
Schnee, Schnee, schneit. Aber sei ehrlich, der war gut. Ich schwör, Jungs, wenn wir oben sind, gibt's eine fette Schneeballschlacht. Das ist Schnee, Schnee, schneit. Argon. Ich zieh mir auf jeden Fall die Tage jetzt nochmal rein. Ja, ach, bin ich dabei. Machen wir Filmabend? Ja. Aber bei wem anders? Mila ist krank. Es sei denn, ihr wollt euch anhören. Was, ja, anhören? Und Jack ist ein Tierquäler. Lass doch morgen machen oder heute Abend schon anfangen. Jack ist Tierquäler. Auch. Wir machen heute Abend, Jalla. Können wir machen? Warten wir jetzt nur auf die Leute da? Ja. Geht sonst irgendwas ab? Nö. Hab ich dir erzählt mit dem Laden, ne? Mit deinem? Mit dem Absen-Job? Was denn? Ja, wir müssten einfach mal so die nächste Woche oder keine Ahnung, ich sag Bescheid, den Laden leerräumen. Dann, ja, ja, dann können wir machen, ja. Sparen wir so 700.000 Dollar. Scheiß auf Geld. Wir sind reich. Wir sind reich. Was ist mit unserem Privatvermögen? Sollen wir die Kohle auch abholen? Da ist schon zum Teil Privatvermögen drin. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen Geld. Ja, alles der Tante heben. Ich habe noch was für 60.000, 70.000. Sag Bulle. Das fällt nicht auf dem Konto. Das stimmt. Boah, voll kalt. Ja, fühle ich. Deswegen habe ich heute Mütze aufgezogen. Achso. Deswegen habe ich Strumpfhose an. Ja, Thermostrumpfhose. Was geht? Kann jemand das Licht ausmachen, bitte? Halt die Schnauze. Okay. Nur, aber ich kann für mehr Licht sorgen, warte. Der schöne Rasen. Okay, ich glaube, die Lampe ist kaputt. Egal, solange Samba nicht da ist. Sag mal, wo kommt das Ding her? Das vom Architekten. Wurdest du da jetzt ein Loch? Ja, für die Umbausache. Mann! Was möchtest du machen? Ich will auf den Tisch. Ist rutschig wegen dem Schnee. Wo willst du denn umbauen? Also für da vorne dann? Ja, wir stampfen ja alles ein. Gut. Lass doch so eine Garage machen, so eine Tiefgarage. Tiefgarage, ja. Genau. Kann man die Arcade, dass man so im Kreis darunter fährt. Da kannst du so darunter driften. Oh, ich bin ja dafür, dass wir einen Baumfell uns darauf draufsetzen. Ja. Und ein Lagerfeuer machen. Lass uns den Brunnen da wegmachen und dann eine Feuerstelle reinmachen. Bin, komm mal kurz, komm mit. Sag, wohin? Hä? Wohin? Will ich was fragen? Warum rennen wir da für 20.000 Meter weg? Weil ich dir das Gebäude jetzt sagen wollte und fragen wollte, ob wir das nicht aufkriegen. Welches? Links. Das hier? Ja. Na klar, bekommen wir das auf. Aber das, da steht halt nichts drin. Ja, aber das ist doch gut, da können wir Autos drin parken oder so. Oder chillen. Ja. Das ist eine Lagerhalle, ne? Ja. Boah, da hab ich schon eine Vision. Da machen wir eine große Lagerhalle so. So Räume, aber mit diesen Bauzäunen. Ja. Kostet bestimmt viel Geld. Meinst du? Das kostet bestimmt ein paar Millionen. Muss ich Architekt fragen? Mal fragen. Erstmal nur auf Anfrage, so, weißt du? Hau ab, bitte. Ja, muss ich fragen. Ja, frag mal. Die aber wäre eine gute Idee. Nee, muss nicht jetzt. Das wäre schon sexy, ne? Jo. Wir gehen übrigens die Tage die Staatsbank auskundschaften. Okay.
und gucken, wo Kameras sind. Wir haben auch schon einen Hacker organisiert. Ja? Mhm. Der Wulle? Wulle. Okay. Der Slavik vom Architekt. Ich wollte nicht rum. Halt die Schnauze. Lack, dir sieht gar nichts. Deine Haare sind auch super. Meine Arre? Haare. Arre. Kommt Haare. Davon, wenn man so rumläuft. Ist noch geil. Guck dir die an. Glaubt ihr, die Zahlen? Von... Nö. Die werden hier zum Reden kommen, Dicker. Aber ich hab gar kein... Nö. Was zum... Okay. Okay. Was hab ich jetzt gemacht? Warum hab ich 300 Schuss? Jetzt wieder normal. Ne, ich muss da Dreh produzieren, damit ich da den Hydrum weitergeben kann. Das haben Sie eigentlich schon mal eine neue Friese gesehen? Ja, gestern nur schon. Siehst aus wie der Vater von Justin Bieber. Maschallah. Mich macht's an. Ja, ich bin großer Fan, deswegen musst du ja die Friese machen. Achso, setzt du dich immer auf sein Gesicht? Ja. Das ist aber da so eine platte Nase. Ja, ja. Immer. Ja, riecht gut, schmeckt gut. Ich glaube auch nicht, dass die zahlen. Die werden kommen und sagen, ja, der hat doch schon einfach uns umgebracht. Ja, die werden sagen, die werden alles auf den Toten schieben. Mhm. Die hat einfach uns umgebracht, die hat alles geplant, wir wussten davon gar nichts. Genau, das aber nicht die Toten sein. Also die hat mich auf jeden Fall angerufen und ihre Stimme war am Zittern. Darf ich den beleidigen? Ja, aber ich will trotzdem was von denen. Den Toten? Ja. Nein. Es ist ja auch nicht so, dass wir hingehen und sagen, ihr zahlt jetzt, weil wir das wollen, sondern weil die Scheiße gebaut haben. Boah. Ja. Aber die werden zu 100% das auch alles auf den Toten schieben, weil das ja, alle sind. Aber davon wäre es doch mal so, da muss der eine Firma stehen. Die haben aber auch Autos. Ich weiß, aber nein, aber guck mal, das macht sie noch ehrenloser, ne? Die werden die ganze Schuld auf den Toten schieben, weil da nichts mehr bewirken außerdem kann. Wollte uns Waffen verkaufen und jemand hat bestimmte Waffen. Ey, weißt du was? Ihr erzählt jetzt von wegen, die werden. Wartet doch erstmal ab, bis sie hier sind und hört ihr doch erstmal an. Ja, aber wenn die 3 Millionen der Brett. Nee, aber wenn die einmal nur die Schuld auf Fulda schieben, ne, dann sind das genauso asoziale also Wichspack überhaupt. Guckt euch mal Nickelodeon an mit kurzer Hose. Der hat auch Thermostrumpfhose an. Lack, wo seid ihr hin, ja? Hedy, danke für den Prime 20. und VRZ, danke schön für den Sonnenbrille ab. Frieda, danke schön für den Prime 26. Und Box, danke für den Resub 1. Aber falls die kommen und zahlen, die Kohle muss weg. Ja, haben wir schon drauf. Wir sind Profis da drin. Ist so. Also. Wir sind schon in der Schweiz. Nee, Liechtenstein. Bitte, ja, entschuldige. Bitte. Yes. Guck mal, wer da hinten am Trailer steht. Können wir mal den Mantel kurz tauscheln? Du hast wieder Kragen runter, ne? Guck mal, wer da hinten kommt. Ja, aber können wir kurz auf die Straße gehen, dann sehe ich dich besser. Was geht da, Barschritze? Ja, guten Tag. Was seid ihr alle so laut hier? Ja, ich sehe dich wieder. Was meinst du? Ach, Bruder. Ich hab Schmerzen heute. Weil. Boah, warte kurz. Schon ein bisschen frisch, ne? Ja, das Problem ist, dass... Ich geh mir mal um 10, ne? Lass zum Auto gehen, dann. Ja. Boah, ist das kalt. Ich hab dir nur Geld für eine halbe Krawatte. Hast du abgeschnitten, ne? Ja. Hat der einfach gemacht, weil ich kein Geld habe. Nee, heute nicht Deutsch, weil ich das einfangen wollte mit der Geldübergabe und so für euch. Okay, ich leg jetzt hier rein. Wieso ist da eigentlich schon Streitachs drin? Frank Jufke. Siehst du, bei mir ist Dings hoch. Bei mir ist runter.
Aber. Da ist einfach drauf, Digga, kein Bock mehr. Aber warum? Vielleicht wegen dem Hut. Ich brauch einfach DLC, Digga. Was du willst. Bin ein bisschen langsamer, muss gucken, wo ich hintritt. Hast du irgendeine Grafikmod, Nick? Wenn nicht, müssen wir unter Einstellungen den Blumen ausmachen. Warte, wir testen mal. Boah, sieht schon fett aus, ne? So mit den Lichtern und so. Oder? Oder doch nicht? Ich hab euch was mitzuteilen. Was denn? Aber bitte nicht sauer werden, ja? Was denn? Ja, das schließt nicht, nein! Hört es. Was denn? Gucken Sie bitte über Ihr Bluetooth, ich hab Ihnen was geschickt. Dein Schweigen deutlich als Antwort. Ja. Und ich muss auch noch was loswerden. Ich hab wieder Kopfschmerzen, Alter. Aua! Was zum was? Ach du Scheiße! Alter! Nick, sieht dein Spiel ungefähr so aus? Was denn? Was? Was denn? Kurz pinkeln. Wer? Aber diese Nachbearbeitung sieht geil aus, ne? Guck mal, wenn man die Kamera dreht. Dann ist halt alles so smooth. Soll ich das anlassen? Okay, let's go. Kommt das überhaupt gut rüber im Stream? Tag zusammen. Tag zusammen. Na? Na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, auch. Also, auch jetzt. War. Muss meine Brillen putzen, da war Schnee drauf. Du rennst hier mit einer kurzen Hose rum, Junge. Ich war auch. Ich bist gerade in der Bude, ich muss mich nur umziehen gehen. Okay, dann mach das mal. Ich muss pinkeln. Ja, geh doch. Ich finde das eigentlich ziemlich nice. Kommt übelst flüssig rüber, Mann. Warte, wir machen mal den Effekt ein bisschen noch weiter runter, damit das nicht so... Aber so geht doch, oder? Du musst verstehen, alle, die Nein sagen, schauen deinen Stream auf Camping TV. Komm, jetzt ist das bei weitem nicht mehr so krass. Echt, das tut euch... Okay, kann einer mal eine Abstimmung machen, bitte? Ich find's gut, ich würd's anlassen. Da kriegst du Kopfschmerzen von? Lass mal gucken, wie der Vergleich, wenn das aus ist. Ja. Ist halt dann nicht so verschwommen, ne? Okay, wie sagt man so schön, never change a running system, lass mal aus. Ich habe noch nie damit angespielt, das ist das allererste Mal, dass ich das angemacht habe. Lass mal einfach aus. Oh, da sind sie schon. Wo sollen nicht die Raupen hin? Ja, nix. Ah, so, ja gut. Und einfach mal quatschen.
Ja. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Okay, dankeschön. Es ging einfach alles so schnell, als ihr da wart. Deswegen nur zum Verständnis, zum... Ja, viele verstehen es nicht ganz, weil ihr habt die Info, dass, glaube ich euch auch, dass ihr denjenigen glaubt, der euch das gesagt hat. Aber ich muss einfach sagen, oder ich verstehe es nicht, weil... Ja, lass es besser, weil es ist mittlerweile nicht nur der eine, der hat sagt, sondern es sind jetzt mittlerweile mehrere sogar, die hat sagen. Also überleg dir genau, jetzt hat du sagst. Ja, okay. Versuch nicht wieder uns anzulügen. Nein, ich habe nicht vor, euch anzulügen. Wir mit offenen Karten. Das Problem ist einfach, ich habe euch, pass auf, guck mal, ja. Ich sag euch mal was. Ich habe euch zweimal die Möglichkeit gegeben, mit offenen Karten zu spielen. Und ihr habt es beide Mal nicht gemacht. Ihr seid selber schuld. Also, ich gebe euch jetzt nochmal die Chance. Und das ist das allerletzte Mal. Spielt jetzt mit offenen Karten. Oder lasst es bleiben. Okay, also es geht immer noch um dieses Treffen. Ja, nicht nur mit dem Treffen, sondern allgemein diese ganze hinterlistige Scheiß von euch. Okay. Bitte klär mich auf, was du genau meinst mit hinterlistiger Scheiße. Dann dass ich ihr dir, euch, dass ihr euch auf mehreren Treffen, oder ne, ihr wart glaube ich nur bei einem Treffen dabei. Ja, das ist korrekt. Dass ihr bei so einem Treffen da mitmacht und da sogar Tipps und Tricks gibt, wie wir oder wie die alle und ihr und hast nicht gesehen, uns am besten ficken könnt. Und damit habe ich ein Problem. Und dann komme ich zu euch und gebe euch die Chance, einen Tisch zu machen. Und ihr könnt mir die Wahrheit sagen. Und dann wird mir gesagt, wir waren nur am Ende vom Gespräch, sind wir da angekommen. Und als wir gerade haben, Junkie Park, sind wir sofort raus gewesen. Bullshit. Es ist einfach eine Lüge. Okay, dann erzähle ich dir, wie es für mich war, ja? Ich war bei dem Gespräch selbst nicht mit am Tisch. Ich war vor Ort und habe draußen ein paar Minuten gewartet. Darauf, dass das Gespräch vorbei ist oder was auch immer, darauf, dass wir wieder fahren. Das waren, ich kann es dir nicht genau sagen, wie lange, lass es 10 Minuten gewesen sein. Dann sind wir wieder gefahren und dann kam die Ansage, wir sind da raus, weil es um euch geht. Und dann sind wir gefahren. Weißt du, was mein Problem an der ganzen Sache ist? Ich hätte euch geglaubt, wenn das wirklich nur einer gesagt hätte. Ja. Aber haben so viele. Da es mittlerweile mehrere sind. Achso, ich dachte, weil so viele durcheinander geredet haben von uns. Und nicht nur ein Treffen, sondern auch mehrere Treffen. Es gab aber wirklich nur dieses eine. Oder also, ich weiß zum... Genau, ganz kurz. Wir wurden zu diesem Treffen hinzitiert. Ich selbst war auch nicht bei dem Gespräch. Wie gesagt, ich versuche das jetzt hier mit euch. Also ich will selber auch die Wahrheit wissen. Es geht einfach darum, wir wurden unter einem Vorwand dahin geholt, dass wir einen anders kennenlernen. Dann standen da, wie gesagt, teilmaskierte, vermummte mit am Tisch. Darauf hieß es, dass quasi was geplant werden soll, was gegen euch geht. Ich sage euch so, wie es ist. Daraufhin haben wir uns das weiterhin angehört. Das stimmt auch. Da gebe ich euch auch mal auf mein Wort drauf. Nur als es hieß, die Machenschaften, wie es zu machen wird oder wie was gemacht werden soll, haben wir gesagt, wir sind raus. Weil ich sag mal, ich sag so wie es ist, wenn man jemanden hops nehmen will, dann nimmt man jemanden hops und dann macht man es nicht hintenrum. Aber dafür seid ihr leider bekannt, dass ihr es genauso hintenrum macht. Dass ihr kleine 31er seid. Dafür seid ihr bekannt. Ihr habt euch dadurch finanziert zu lügen und ihr habt alles auf Lügen aufgebaut und dafür kriegt ihr jetzt ein Payback.
wie gesagt, also ich kann jetzt halt nur so sagen, wie es mit vor oder wie vor das mir gesagt hat, wie ich es auch von anderen gehört habe. Als es darum ging, wie, was und wo, sind wir abgezogen. Weißt du, das Schlimme sogar daran ist? Könnt ihr euch an den Abend erinnern, als er da bei United stand? Wo der Lost North da war? Bei United? Ja, die ja, 28 United. Karren von euch. 3-4 vollbesetzte Karren von euch. Direkt habt ihr nebenan da gestanden. Und da war der Fischer. Und der Fischer hat mich gefragt, was los ist. Ich habe denen gesagt, dass mehrere uns hintenrum ficken wollen. Und dass ihr auch dabei seid. Und weißt du, was der mir sogar gesagt hat? Das wundert mich nicht bei euch. Also er meint euch, ne? Also es, ja. Er wundert sich nicht, ja. dass ihr so eine hinterlistige Scheiße macht. Das Ding ist jetzt, ich habe euch eine Forderung gestellt. Ihr müsst ihr nachkommen. Und wenn ihr das alles macht, und wenn ihr weiterhin nicht versucht, irgendwie uns zu ficken hintenrum oder sonst irgendwie, und wenn ihr mal irgendwelche Probleme habt, sofort hier hinkommt, dann ist die Sache vom Tisch. Wie gesagt, von unserer Seite aus wird sich einiges ändern und wie gesagt, mit der Forderung, deshalb sind wir halt auch hier. Ganz kurz, darf ich kurz was sagen? Bitte. Kann einer von euch beiden mal so nett sein und den Kofferraum aufmachen? Ich würde gerne das Geld holen. Habt ihr doch dabei. Ihr habt ja keine Tasche, oder? Ich muss nur noch zum Bankautomaten. Ach so, okay. Das Problem ist, ich fahre nicht mit so viel Geld durch die Stadt. Ja, jetzt. Dachte, ihr seid stylisch. Tut mir irgendwie voll leid, Alter. Verficktes RP, Mann. Ihr müsst verstehen, dass wenn uns hier Leute irgendwie hintenrum ficken wollen und das auf so eine hinterlistige Art machen mit mehreren, dann und das noch rauskommt, dann müsst ihr einfach damit rechnen, dass sowas passiert. Und ich hoffe, das ist euch die Lehre. Und ich hoffe, ihr werdet in Zukunft auch nur noch Sachen alleine anpacken. Und nicht mehr mit irgendwelchen anderen Rockerclubs und Gangs und hast du nicht gesehen. Wenn ihr irgendein Problem habt, dann versucht das alleine aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe, das ist euch eine Lehre gewesen. Ja, definitiv. Wie gesagt, wir haben einen von uns verloren. Das ist, sollte ja, im Prinzip Grunddenken genug geben. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, an eurer Stelle würde ich genauso handeln. Ja. Okay, tut mir doch nicht mehr leid. Womit ich persönlich halt nicht klarkomme, ist erstens natürlich der Verlust und zweitens, dass es ja, dass das nicht die Wahrheit ist, aber es ist, ich verstehe es vollkommen, wie er handelt. Leider nicht, aber wir sind dran und ich werde da auch keine Ruhe geben. Weil wir wollen nämlich auch Klarheit. Ja, wir wollen wissen, wer, wieso, weshalb und dass es dann ein Leben gekostet hat. Weil im Moment zeigt die ganze Stadt auf uns. Egal, was wir machen, egal was. Und das ist... Das kennen wir. Ja. Tja. Geiles Gefühl, ne? Ja, mega. Ich fühle mich echt wohl. Ja. So geht es uns jeden Tag. Aber wir sind nicht so weich. Jeden Tag. Aber mittlerweile haben wir uns das angeeignet, damit wir damit klarkommen. Gibt's da einen Trick? Verwandeln die Schwäche in eine Stärke. Das kommt einfach nach einer Zeit. Die richtigen Leute. Okay.
Ich würde dann... Soll ich mit einem von euch zum Bankautomaten fahren so, oder soll ich die Kohle hier hinbringen? Hier hinbringen. Okay. Bleibst du hier? Ja. Ist das okay, dass wir beide fahren oder soll Könnt ich hier bleiben, dass er kein Problem. Wiederkommt? Nee, okay. Nee, fahrt beide. Okay, alles klar. Bis gleich. Wir wissen da, wo ihr wohnt. Ich bin tatsächlich weich, aber das ist auch... Da bin ich selber, aber das ist auch gut für den Charakter. Weil ich so kein Gangster bin. Ich habe halt immer noch diesen Charakter, diese Charakter-Progression. Deshalb habe ich auch gesagt, Johnny soll mit denen reden. Weil ich hätte jetzt, glaube ich, nachgegeben. Weil die hat da doch verdammt gut gespielt. Und im Prinzip kann die Gruppe ja nichts dafür oder die Truppe im EP nichts dafür, wenn der Kopf der Bande, ja, der Chef, der OG, whatever, scheiße baut. Und die Leute dafür benutzt, so einen Dreck abzuziehen. Grüße. Du arbeitest doch jetzt bei Cody's, oder? Ja, ich bin die Verantwortung. Ich will zwei Hamburger bestellen. Nee, dafür bin ich nicht zuständig. Also arbeitest du ja nicht? Ich bin zuständig für die Befüllen der Warum kommt der jetzt? Taco-Trucks. Doch, da muss was befüllt werden. Ja, das mache ich morgen in Ruhe. Ich habe heute zu viel Stress. Ja, sehe ich. Ich kann nie im Moment einen Anruf kriegen, dass ich meinen Kollegen da aus dem Haus hole. Ich habe keine Ahnung, ob Fulda ein Bulle war, Bruder. Ich habe da keine Infos zu. Ich arbeite nur mit dem, was ich im RP so erfahre. Was der natürlich standardmäßig ist. Er hat zu viel Stress, sagt er. ob die uns angegriffen haben? Doch, haben die ja. Johnny wurde im Krankenhaus abgestochen von den Rockern. Den wurde in den Rücken geschossen am Casino, so richtig hinterhältig. Also ein Quatsch. Das bist du nicht mal lange mit denen, Mann. Ich musste schon dreimal kacken, seitdem ich hier sitze. Boah, der Typ tut mir ein bisschen leid, ne? Ja, mir auch, Bruder. Aber jeder andere hätte schon zehnmal verstanden, ey. Weil wer muss denn sonst in 10 Minuten dreimal kacken? Jemand muss den an die Hand nehmen und den mal ausbilden. Den Jack Screen. Ja, der Kiez. Boah. Da haben wir doch den perfekten gefunden. Die Schuhe, Digga. Das ist meine Arbeitsaufgabe, die müssen mich gar nicht auslachen. Ich hab morgen einen Job. Bist du in der Mauler, Weihnachtsmann? Ja, sicher, die konnten sich keine Assoziationen leisten, so weiß ich mein. Wie bitte? Ja, genau. Ich erinnere mich voll an Bad Santa, an dem Film. Ich bin aber ganz gut. Der Tattoo kommt auch gut raus, Alter. Ja, was soll ich machen, ne? Will sie mir schon kein Hemd hier geben oder so, ne? Ja, alle Geschenke schon gepackt. Du kommst gleich bei mir auf den Schoß, dann sag ich dir. Nee. Jack, du brauchst unbedingt eine Ausbildung. Warum? Weiß nicht. Du wirkst so richtig unbeholfen. Du rennst hier so ziellos durchs Leben. Da krasier dich mal. Warum hast du auch nicht wie ich am zu tun? Ja, dann such dir mal was zu tun. Bei Cody's befülle ich morgen. Du hast gesagt, du bist viel beschäftigt. Ja, das habe ich zu tun, ja. Und momentan nicht viel im Business. Oh. Jetzt los, Digga. Auf einmal wird's voll hell. Bruder. Warum? Ey, gute Frau, wollen Sie auf meinen Schoß kommen? Nein, ich bin wunschlussglücklich. Dankeschön. Hinter Klaus am Klappen. Sind Sie sich sicher? Ja. Ganz sicher. Ja. Dann gib mir aber keinen neues Warte mal, Fahrrad. Was zu trinken? Ich glaub. Siehst du, deshalb sag ich, mach du das. Naja, alles gut. Weil ich hab schon wieder so ein ganz leichtes, herzliches Gefühl gehabt. Nee, aber sie weißt du, schon, Ding ja, ist, ich das Problem ist halt, die müssen halt einmal auf die Schnauze fliegen, damit die mal draus lernen. So, ja, weißt du, ja. Was ich meine? Das soll denn einfach mal eine Lektion sein. Man merkt sein. Schon richtig, dass die endlos zerstört sind, ne? Durch ja, den natürlich, das ist ja auch, ne, nimmt auch jemanden mit, aber tut mir leid, die haben sich für den Weg entschieden und das... Ich wünsche mir eine Ich ja, kann das, da kein Mitleid haben. Das muss ich noch lernen. Da bin ich mit meinem Kopf noch nicht so.
Das ist kein Problem. Keine. Ja, also. Aber Kupolo, das ergänzt sich ja. Ja, ja. Ich bin nicht ruthless. Er muss sich hin anstellen. Aber das ist halt, tut mir leid, aber tut mir leid für dich, aber das ist halt. Keine, wie ist dein Name, mein Kleiner? Wenn ich jetzt nicht hart bei dir durchgreife, dann. Jetzt, wenn ich grüße dich, ne? So, wenn ich, wenn ich jetzt nicht. Keine Schreien ist rum. Oh, ehrlich, Alter. Was bringt jetzt? 3 Millionen? Ja, ich denke. Wenn ich jetzt nicht hart durchgreife, so dann kommen die wieder mit. Wenn du es nicht machst, kriegen die anderen es mit und dann denken die, okay, mit denen kann man, wenn man ein bisschen auf Tränendrüse drückt, mit dem kann man Fax machen. Die anderen, bei den anderen bin ich ja zum Beispiel entgegengekommen. Nur das Ding ist halt, die anderen sind auch, aber die haben auch verstanden sofort, verstehst du? Weißt du, was ich denke oder nach glaube? Nach dem zweiten Gespräch, ja. Ich glaube einfach, dass dieser Folder das alles im Alleingang gemacht hat. Und der die Leute, die quasi hinter dem standen, dafür ausgenutzt hat, für seine Machenschaften. Das mag sein, aber das muss man halt früh genug erkennen. Keine Ahnung. Wenn man wie so ein Schaf die ganze Zeit hinterher rennt, dann tut mir leid, dann ist man selber schuld. Aber da ist der Punkt, wo mir das ein bisschen leid tut. Deshalb, egal, du hast geklärt. Ich hätte das jetzt nicht übers Herz gebracht. Ja, aber beim nächsten Mal wissen, ich glaube, suchen die sich jemand anderen oder, ne, dafür aus, der sowas klärt dann halt. Die sollten einfach aufhören, diese Schiene zu fahren, sich überall einzumischen und dann den Schwanz einzuziehen, weil die merken, okay, klappt nicht. Ja, genau. Einfach ihr eigenes Ding machen. So, und bis jetzt sind die immer damit durchgekommen. Und jetzt halt mal nicht. Wir rufen doch auch nicht unsere Leute, die wir kennen, wie Yardis oder so. Wir quatschen auch niemanden an. Nö. So, okay, bei den Yardis halt mit den Cops im Norden. Komm, Tante, wir ziehen uns um. Aber das ist ja nicht das aktiv gegen jemand anderen. Und so wachsen auch Freundschaften enger zusammen. Ja. Wenn du weißt, auf den rechts nehme, kann ich mich verlassen. Ja, ich hoffe, die lernen es draus. Aber die Sache ist abgeschlossen, ne? Wenn die jetzt bezahlt haben? Ja. Okay. 2,5 Millionen haben die jetzt gebracht. Sogar 500.000 mehr. Weniger. Weniger, wie sie sollten 3 bezahlen. 2,5. Ja. Ich habe 3,5 verstanden. Wenn jetzt 2, was ist mit den anderen 500.000? Ja, ich glaube 2,5 Millionen, die tun den auch weh. Na gut, ab. Dann kommen wir dem wenigstens ein bisschen entgegen. Egal, war denn eine Lektion, so wie den anderen allen auch. Ein Kapitel ist Ende, eine Tür wird geschlossen und neu öffnen sich. Ich bin mal gespannt, was da mal den Yardis jetzt passiert. Ich glaube, die sind vorhin wieder an uns vorbeigefahren. Wer die Yardis? Mhm. Hier sind ein paar Autos vorbeigefahren. Ja, wollten die nicht voll dahin? Haben die nicht. Hä, die haben die waren, ja, die waren doch schon weg. Die sind vorhin hier vorbeigefahren und dann jetzt gleich wieder. Oder gerade wieder. Aber das ist ja nicht unser Bild, das ist deren Ding. Ja, genau. Was wir jetzt in nächster Zeit mal machen müssen, ist, wir gucken uns das auch mal ein bisschen auf der Route da an. Weil. Oh. Hier, Grasroute. Weil. Mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Ich hab jetzt echt vermutet, du sagst Koksroute. Nein. Das Problem ist, dass Leute auf der Grasroute arbeiten und die Arbeiter haben Arbeiter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das geht nicht. Ja, wir müssen. Aber die Route gehört den Yardis. Ist nicht egal, nur. Wir verticken aber. Wir verticken, uns wir gehört die auch da, zum Teil. Weißt du, was ich meine? Aufpassen, weil wir kriegen kein Gras mehr los. Wir haben nämlich, guck mal, das Ding ist. Jeder, oder so, zum Beispiel wie der Kiez, die dürfen auch Arbeiter haben, ne? Mhm. Die müssen aber für jeden Arbeiter zahlen, verstehst du? Wir müssen nicht zahlen. Das heißt, uns gehört zum Teil die Route auch. Ja, dann haben die Nachtschicht, Bademeister und so haben doch dann einen Job. Sollen die ja da aufpassen. Ja. Wir gucken, also ich guck mir das auch zwischendurch einfach an. Wenn man da oben ist, kann man doch einfach mal abfahren und fragen, wer was ist wo. Man kann allgemein mal gucken gehen. Eben. Bevor wir hier rumstehen. Richtig. So, ich gehe einen Oreo-Schiss machen. Ging. Erlassen wir den jetzt die 500.000? Wem? Ja, den. Voll das. Wie, haben die nicht bezahlt alles? 2,5. Ach so. Und Johnny meinte, das tut den auch schon weh. Jo. Boah, mich irritiert Therese, ne? Ja, Mann, der ist jeden Tag besoffen. Ich krieg ganz schlechte Erinnerungen bei Weihnachtsmännern. Warum kam der zu deiner Mama, hat die Kekse und ein Glas Milch mitgenommen und ist im Schlafzimmer verschwunden? Ich mag euch, nee. Familie. Kuss. War nur 2,5. Ja, das reicht auch. Ich habe irgendwie ganz starkes Gefühl, dass es bald knallt. Aber nicht bei uns. Sondern? Mit Yardis.
Uns und Yadis? Na Quatsch. Mann, wir kuscheln doch. Wollte schon sagen. Ja, das bei den Yadis knallt, ist doch klar. So, wir können wenn irgendwann mal zwischen uns und Yadis knallen sollte, Junge, dann werden wir alle, glaube ich, sterben. Die und wir. Ja. Ich glaube, dann sterben wir alle. Weil wir sind genau gleich behindert wie die. Dann brennt hier die ganze Southside. Und alle werden sterben. Ich habe doch nichts gegen dann die Growth vor mich zu stellen, als Meat-Chip zu benutzen. Ich nehme dann einen Körper von denen und hänge die einfach um mich rum. Ach, die Growth kümmern sich doch auch nur um ihr Business, Mann. Die machen doch auch nichts mehr. Die machen das Bennys, ja ne? Was ich gut finde. Ja, und, also, und Bennys ist jeden Tag auf, ne? Ich finde ja nicht schlecht. Ich warte ja auch schon auf die Waschstraße. Junge, TK kann bald Buch schreiben, Junge, so poetisch wie der ist. Ja, ja. Habt ihr jetzt die 500.000 lassen? Ja, ja. Ach, scheiß drauf. Mal gesagt, sollen sich einen Grabstein holen und schicken. Junge, Alter, noch schön rein in die Wunde, Alter. Was für Idioten. Das war lieb gemeint. Aber habt ihr gemerkt, wie endlos zerstört die sind? Wegen dem Tod von dem? Ja. Bin ich Jod. Das ist zwar frech. Warte mal, wer hat das gesagt? TK. TK. Sprössling vom Hase, warum wundert's mich nicht? Ja. Aber schon frech, dass die anstatt den drei hier vorbeibringen und das vorher anzusagen. Hat ja einfach nur 2,5 Ja, vielleicht wusste er denn nicht, wie viel Geld er hat. Ja. Vielleicht nochmal einreiten, oder? Ach, nee. Die sollen sich einen schönen Grabstein dafür kaufen. Ja, hab ich ja gesagt. Damit ich weiß, wo ich hinpissen muss. Da kommt eh noch was auf uns zu, ne, wenn die da mitteln. Wenn die das verraten. Ja. Dann ist das Aussage gegen Aussage. Also wird schon ermittelt und er wird, glaube ich, auch im Verdacht geworfen, dass wir das sind. Ja. Der Frankler hat mich da schon drauf angesprochen. Ich geh nicht in den Knast. Der meinte, wir sitzen ganz schön tief in der Scheiße anscheinend. Wer hat das gesagt? Der Franklin von der CTF. Warum? Warte mal, weiß der Bescheid? Nein, der wusste, dass der Fulda tot ist und der meinte, wir sind ganz schön im Verdacht. Verdacht. Dafür, weil mehrere Aussagen gegen uns vorliegen. Da hab ich ja, aber ich glaube, dem Hase tut das mal gut, wenn er für ein paar Jahre weggesperrt wird. Nee, ich hab tatsächlich eine Idee. Ich bräuchte natürlich das Go. Ja, wir bezahlen jemanden, der im Knast dafür geht. Hat jemand zufällig einen Riegel, so eine Mystery-Riegel? 500.000 und ich gehe. Ja, Tyrese geht rein. Nein, lass dem Jax 25.000 geben, der macht das. Der macht das 500.000. Nein, ich hab eine bessere Idee. Was denn? Ja, ich brauche aber das okay. Ja, dann hol doch auf. Ich gehe da mit Hase und meinen anderen Brüderchen hin und wir beseitigen alle Spuren. Woher willst du wissen, wo die Leiche hingeschleppt haben und alles? Nein, der meint die Zeugen. Das ausbrechen. Das waren alles Zeugen. Ah, nee, Curtis. Die Leiche lag im Dings, im MD. Der hat einen Schuss in den Hals bekommen, einen Durchschuss und ist daran gestorben. Hat jemand eine Müsli-Riegel? Hallo? Ich hab nur ein normales Müsli. Ich hab heute nichts zu essen dabei. Der hat einen Halsschuss. Mann, wenn ich schade auf Hartz und die Fahre ist im Knast für die Familie, dann kann ich mal treffen, zur Seite. Der stand aber genau hier. Da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren, los geht es in den Knast und fertig. Das wird eh nichts auf uns zukommen. Ich kann nicht in den Knast gehen. Doch, du bist bezahlt von uns. Mach nur sicher, in den Knast für die Gang. Macht nur sicher, dass ihr keine Sachen hier in den Autos habt, die irgendwie auf uns zurückfallen können. Was will ich denn bekommen? Wir haben schon die Affenmasken entsorgt. Wir dürfen erstmal nichts mit Affenmasken machen. Ne? Das muss erstmal abkühlen, diese ganze Scheiße. Ja, lagert keine Affenmasken bei euch. Sollen wir die wegschmeißen? Ja. Schmeißt die weg. Wenn wir die brauchen, dann holen wir uns einfach neue. Ja, wenn du die in den Park schmeißt. Dreck. Boah, der Osamba ist doch eben morgen am Durchfegen. Pack mal bei mir im Sack da rein, ja. Wir haben alle Affenmasken weggetan. Welchen Sack? In dem Sack da. Dann guck mal in den Kommode, da sind noch welche, ne? Da hab ich schon entsorgt. Okay. Ja, hab ich schon einen blauen Sack geholt. Pack die da rein, ich geh damit ins Video und die sag, ja, ich hab da jemanden abgeknallt. Machen Sie DNA-Spur, habt die Täter alle umgelegt. Wen habt ihr denn überhaupt umgelegt? Was ist jetzt eigentlich mit der Idee? Sollen wir da jetzt hin? Nein, bist du bescheuert. Warum nicht? Zeugen beseitigen. Mann, die hat gerade fast einen ganzen Tag. Ob wir das waren, wissen wir ja selber nicht. Das ist doch egal, dann holt die nicht mehr. Wie, ob wir... Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Das kann auch sein, dass wir... Hat einer von euch gesehen, wie der gestorben ist oder so? Nein. Nein, der lag da und hat dann noch rumgehustet und so. Der hat doch geschrien. Im Endeffekt können die auch selber dem eine Kugel gegeben haben, wenn die keinen Bock haben. Ja, nochmal so, wir halten... Kommt jetzt noch von der Erde zu brettern? Nein, kommt nichts. Nö, kannst in den Wald. Kann schlafen gehen. Viel Spaß bis 4 oder 11. Ist Zelt heute. Ja. Selama Aschalanore, ne? Luktao da. Ich fahr mal ins PD, ich frag mal, du gehst nicht ins PD. Nein, ich frag mal, ob wir ein paar kleine Spenden haben. Ach so. Für eine Wohltätigkeitsorganisation. Ja, sag für die Kinder. Ja, Philly. Ja.
Haben Sie, rufen Sie mal die Folter, die 1-9er da an. Mein Gott, Alter. Ja, ich bin verwirrt, es gibt so viele Namen. Ja, warte noch kurz. Oh nein, das hier. Warum auch immer, ich hatte die Tusse, diese Mail, die gerade hier war, ich hatte die als Nordic-Kach hier eingespeichert. Die war vielleicht Nordic. Ist Chat kaputt? Ja, aber hallo? Der hat doch noch auf dem am Boden, als er am Boden lag, hat er dann noch rumgeschrien. Ja, wer weiß. Wer weiß, ob die nicht selbst noch abgemuckst haben. Wo ist der? Richtig. Wollen uns vielleicht einfach nur mal in die Schuhe schieben, so. Aber lass ja, einfach vielleicht nicht. Wollten den eh schon vorher absägen, weil. Ja. Ja, weil der anscheinend ja nichts erzählt hat, bei welchen Treffen der sich beteiligt. Ja. Die gehen nicht ran, die One-Niner. Wer sind die One-Niner? Ist das nicht so eine Handvoll Leute nur? Ja, ja. Ja, aber die waren auch mit dabei. Und die machen auf große Welle, dafür, dass es kleine Fische sind. Das war die für die Jules da. Ja, für die Jules, ne? Mit dem ja, Auto genau. Und so. Genau, genau. Mann. Das ist eher so ein Rucksack für die Nachtschicht. Ja. Ne, das ist schon unter meiner Würde, da fahre ich gar nicht hin. Ja, das Problem ist, da kannst du nicht einfach so hinfahren, weil die nirgendwo wohnen. Ja, auch. Wollt ihr euch gegen Obdachlose kloppen, oder was? Ja. Ja, aber die Bürger wollen, dass die Obdachlosen uns 500.000 zahlen. Oh, wir machen Bahnfights. Weil die bei dem Treffen auch dabei waren. Ja, ja, genau. Wo könnt ihr euch das reinziehen? So ein Kollektiv aus 80 Leuten, 6, 7, 8 Gruppierungen und die verraten sich alle gegenseitig. Und der Fischer ja. War auch dabei. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Eigentlich müssen wir von dem auch Geld verlangen. Ruf dem an. Aber Fischer. Warum sollte der uns das sagen? Das ist ein Kopfmann, der natürlich arbeitet der gegen die Straße. Naja, klar. Mal. Ich werde dir immer noch Hinterhältchen einen gegen Hinterkopf geben. Ich dachte, der dachte ich auch. Oh, vielleicht bin ich gebannt. Hallo, dachte, Chef? Der Fischer ist von der Straße. Ey, ich weiß ja, wo der wohnt. Ich gehe jetzt auf den Regenbogen surfen in den Golftopf rein. Mach das. Bastard. Philly, kommen Sie mit? Oder wollen ja. Sie noch kurz... Okay, wir surfen jetzt. Wir sind Goblins. Ja. Mhm. 10 Millionen haben wir im Golftopf. Top rein. Surfer, ja. Ist die Kohle schon weg? Ja. Schon lange. Boah. Wie fährst du jetzt? Ich glaube 9,5. Alter. Boah, scheiße. Können wir so einen Tower hier aufbauen, wo ich drin schwimmen kann? So ein Wachturm? Nee, ich will darin schwimmen wie Dagobert Duck. Genau, zahl das doch, mal aus. Du bist noch, bei mir steht das Symbol nur da. Nein. Ach, jo, in Goldmünzen. Hat irgendwer in der Bock, sich diesen Jack Screamer zur Seite zu nehmen, den ein bisschen auszubilden? Nee. Okay. Oh, nee. Oh, ich glaube, ich muss ins Bett. Ich habe gerade Bauchschmerzen. Der scheißt immer so rein. Wenn du wüsstest, was wir wissen, dann würdest du wissen wollen, ja, aber wenn der hier steht, obwohl du was weißt, was ich nicht weiß, warum steht der denn nur hier? Ja, weil der hier stehen kann. Weil wir haben uns den schon zur Brust genommen vorhin. Curtis, was meinst du mit ausbilden, abknallen, um die Ecke bringen? Boah, den Typen, Alter, der rennt hier wie so ein abgeschlagenes Huhn mit ohne Kopf rum. Also wegmachen. Meinst du Theke? Beseitigen. Nee. So. Weiß nicht. Der ist so der perfekte Kandidat, den kannst du dir in den Abschub stellen. Der geht den ganzen Tag arbeiten da. Ja. Also doch nicht. Aber dafür braucht er keine Ausbildung. Lass den. Ja, so wie ich den kenne, beklaut er uns wahrscheinlich. Ja. Ja, der nimmt sich die ganzen Riegel da raus. Und fährt mit seiner Driftkarre weg. Um die der Kurve. Vorhin schon hier gedriftet, hat ja. Noch um davon der Pfeiler fehlt. Ich weiß noch, wo wir oben in Paleto, ich glaube Johnny war das, ist dem hinterhergefahren, eine Viertelstunde in Paleto, um die Kurven rum die ganze Zeit. Er ist nicht weggekommen. Ja, da war ich mit drin. Hast du die Kurve für Geräusche gemacht? So. Ja. Keine. Zumindest keine Hörbahn in dem Auto. So, wer fehlt jetzt noch auf der Liste? Los Nord. Ja. Genau, die das Zeit, und ne? Die One-Niners, ne? Aber die gehen mir ja nicht rein. Ja gut, aber die One-Niners, keine Ahnung, was mit denen ist, ne? Was mit Lost Note, die kamen noch nicht, oder wie? Die haben schon 1 Million gezahlt. Oh, aber die haben Zeit. Nein, Jungs, die haben Zeit. Johnny und so haben direkt haben wieder Zeit gegeben. Ich war schon fast am Auto, ne? Weil die müssen ein bisschen mehr cashen. Da hat der da geübt. Die Kollekte ist voll. Perfekt, was hast du eingenommen? Schön gemacht. $100, bin dann zum Staatsanwalt wohl gegangen, hat er gesagt, unter falschen Vorwänden würde ich lieber kein Geld von dem Staatsanwalt sammeln, dann bin ich rausgerannt. Hättest du ihm mal eine Ansage gemacht? Hättest du gesagt, 50.000 jetzt oder Brett? Haben Sie eine kleine Spende für die Kinder? Ja, ich hab glaube ich noch $1 hier, warte. Ah. Ich glaube, ich hab kein Geld mit. Einfach reinwerfen, da. Kleine Geld, auch Klimpergeld, ja? Ja.
Gott segne sie. Ja, ne Della. Dankeschön. Kein Problem. Ich steck den Hamburger rein. Ah, gut. Ja, hast du daneben geschmissen, voll Idiot. Wieso schmeckt. Ey! Krabbel! Ihre oder was? Eugend richtig, ich merk schon. Ja, ja, das muss so, das muss so. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen arbeiten muss. Über 400 Dollar. Du gehst doch nicht arbeiten. Ja, Arbeitsamt hat mir eine Aufklapper aufgelegt, deswegen, so weißt du, wie ich meine. Musst du zur Maßnahme. Weißt du, wie ich meine? Da zuckt mein Auge schon wieder. Ja, das sagt Johnny jetzt auch ganz oft. Na, hör mal. Verstehst du mich? Weißt du, wie ich meine? Aber. Boah, ich sag mal, Schoko, wo ist denn deine Perle? Ach so, Max. Ja, wir müssen ein bisschen mehr auf der Route rumfahren, ne? Ja. Auf welche? Straß. Wieso? Und fragen, weil die Leute, die da arbeiten dürfen, eine Arbeit dahin schicken. Wir bekommen keine Joints mehr los. Das ist halt Krise, Alter. Ja, wir waren letztens schon bei den Yardies. Keiner kontrolliert das wahrscheinlich. Ja, wir waren letztens schon bei den Yardies. Ja, ich sag. Wir haben das anscheinend mit Absicht gemacht, aber ich weiß auch nicht, was bei denen im Hirn vorgeht. Ja, ganz viel wahrscheinlich. Ja. Dann zieh ich die einfach dauerhaft. Eigentlich sollten wir den Route wegnehmen. Bock mehr. Scheißegal. Eigentlich sollten wir jetzt zu den Yardies gehen und sagen, die Route geht uns. Ja, die haben da eh bald Koks. Die kümmern sich eh nichts mehr. Ich kann ein Handy bekommen. Ja, nein, die haben keinen Koks, die wollen ein Business mitmachen. Ja, das habe ich vorhin anders gehört. Die tauschen. Ist nicht unser Bier. Die tauschen, dann knallt. Ich weiß noch nicht bei wem, aber egal. Mann, das war da nur ein Spaß, als ob die tauschen. Wahrscheinlich fahren die mit 4 vollen Revoltern dahin und sagen, oh ja, lass mal Business machen. Piu, piu, piu. Ist doch auch ganz egal, wie die das klären, so deren Bier. Ja. Ja, die haben mich gefragt, ob ich noch mit zum Auffüllen komme. Die Schnauze. Boah, ja, hier ist auch heute schon wieder sehr viel los am Park, ne? Ey, puh. Ja, warte, ich muss mal meine BOM-Fleck von hinten holen, damit sie voll aussieht. Weiß einer, was da in Jamestown abgeht? United war von da. Ah, da sind irgendwie alle. Da chillen auch diese ganzen BOM-Typis. Chillen einfach bei denen auf dem Dach und warten, bis sie kommen. Keine Ahnung. Weil die Krieg, Stress haben. Ja, die kriegen jeden Tag Brett. Ja. Ja, Jamestown. Gestern habe ich gehört, dass Jamestown die zweimal weggeballert hat. Ja, keine Ahnung warum. Weiß es echt nicht, ne? Weiß auch nicht. Balla, bitte guck mal, da fliegt hier nur eine Kugel rüber, ne? Dann knallt's. Dann kriegen wir wieder 2 Millionen. Nee, wir sind nicht so wie United. Aber was ist das eigentlich für Müllwetter heute? Ich habe 10 Millionen auf dem Konto und ich stehe hier immer ich noch in dem Pissern, Alter. Ich finde das voll angenehm, das Wetter, um ehrlich zu sein. Nee, das Wetter? Nee, ich klar. Nicht. Das hört... Guck mal, das ist so leer. Wie ja, die Kopf. Leute, ist doch auch Dezember. Ist Familienzeit. Filme gucken. Boah, die Morgen gab bei Filmen sind doch... Kevin Leinsohs. Harry Potter. Ja, da wäre ich heute aber mal wirklich dabei. Hobbitzen. Ja. Nee, Hobbit nicht. Hobbits ist Müll. Aber wir müssen einen guten Film aussuchen, Alter. Nicht so eine Scheiße. Also ja, was Lustiges, nicht so lang. Weihnachtszeit ist doch Stirb langsam Zeit, oder? Nicht so 3-Stunden-Filme. Doch. Doch, das geht schon, wenn der gut ist. Ja, wenn der lustig ist. Aber die ist. Scheiße, die wir letztes Mal geguckt haben, habe ich schon 3 oder 4 Mal geguckt. Na, hör mal. Auswendig. Woher der Hass? V-Ak-Bitubu. Ja, genau. V-Ak-Bitubu. V-Ak-Bitubu. Oh, Drive-By. Ich guck mal, Tyrese, guck mal, Tyrese. Straße. Mhm. Wo sind die Fregelsviecher? Ja. Welche? Die anderen. Wir sind alle rein, ne? Ubio, Schuss, ist Johnny. Ja, okay. Ja, ich habe gerade irgendwie erfahren von Savina, dass das eine von den 1-9ern irgendwie mit den 14ern zusammenhängt und da mit unterwegs ist und so. Ja. Nein, John, das weiß Johnny schon, ne? Ja, dass die sich fusionieren. Dass die so eine Patchover machen. Okay. Ja, anscheinend fusionieren die, oder? Ja. Hat John hat gestern gesagt, anscheinend nicht. Aber der kann ja, ist doch egal. Ja. Kann man sollen die doch machen, Alter? Ja, ja, das sagen wir auch nicht. Das befreit die aber trotzdem nicht von ihrer Schuld. Das sagen wir auch nicht. Wir haben nur gesagt, dass die dann die Dings in Ruhe lassen sollen. Ja, aber dass man da mal klopfen gehen kann und sagen sollen, jo, was ist mit dem One-Nine an? Ja, das juckt uns nicht. Die sollen nur die Olle da in Ruhe lassen. Warum? Ja, die One-Niner sollen auch zahlen, weil die bei dem Treffen dabei waren. Ja, okay, stimmt.
Können die direkt sich fusionieren, können die direkt doppelt so viel zahlen, obwohl die Fortnite die haben das schon gezahlt, scheiße. Ja. Aber dafür, dass sie sich nicht melden, zahlen die jetzt 5 Millionen. Thomas, hast du gerade das Auto angehalten? Ja. Und? Hab eine kleine Kollekte bekommen. Und die Polizisten da vorne auch. Kennt ihr den Film Bad Santa? Ja. Das ist Tyrese. Das ist ein versoffener Penner-Weihnachtsmann, der andauernd irgendwelche Mords überfällt. Das ist eine Idee. Ich bin hier eingeschleust. Ich habe ja Zugang dahinter zum Personal. Kann die Umkleidekabine aufbrechen. Ich brauche ein Brecheisen. Hat jemand ein Brecheisen für mich? Kannst du kaufen, Baumann? Ich hab hier mal bei. Ah, ne, doch nicht. Der bräuchte den Schlüssel zu der Raupe da, Alter. Ich sehe den Weihnachtsmann dann über die Straße mit dem Ding. Curtis, was ist jetzt eigentlich mit der Raupe? Ja, wir bleiben im Verborgenen, ne? Ja, das wundert mich noch nicht einmal. Dember hat dem Jaxgren schon eine Ansage gedrückt, ne? Ja, mit der hat sich sogar verbeugt vor Dember. Ja, das habe ich gemacht. Also habe ich dem befohlen. Wir waren gestern beim Architekten, der besorgt uns jetzt Bauarbeiterhelme. Boah, geil. Da muss ich ein Dokument fälschen, dann gehen wir in die Staatsbank und kundschaften alles aus. Und einen Hacker habe ich gestern organisiert für das Sicherheitssystem. Und wer macht das? Slavik heißt der Typ. Ach du Kacke. Slavik Junge. Kann der auch Geldautomaten hacken, dass die Geld spucken? Ja, ich habe dir ein bisschen von der Software erzählt, was die Bank da hatte. Die TMP. Ach, das ist die teure, ne? Über den Preis verkauft. Absolute Muschscheiße. Haben die nicht 30.000 verlangt? Für den Müll? Ja, und die stürzen immer ab, die Kacke. Andauernd Crashes und so. Der sinkt zum Server ist auch nicht so gut. Dreckserver. Ach, reden wir wieder über die Bank. Na, wenn das geklärt ist und wir das ausgekundschaftet haben, wir gucken noch wegen den Türen, Schlüssel dafür und so, dann kann man mal ein bisschen vorausplanen, ob wir das Ding überhaupt sind. Was denn? Aber der Architekt hat gesagt, da ist, glaube ich, nicht viel zu holen, ne? Bei was? Bei der Bank? Bei der Bank. Was wäre da so? Also ich rechne mit so 5, 6 Millionen. Ich glaube nicht viel. Aber ich habe schon eine Idee. Nicht viel. Hä, wie viel wollten wir denn da raus? Wenn wir kein Equipment, das entscheidet sich auch am Samstag, wenn dieser Waffendealer da aus dem Urlaub kommt. Wenn wir kein Equipment bekommen für die Sache. Ich hab im Recht. Ich wisch ja, Merry Christmas. Ich wisch ja, Merry Christmas. Was denn? Hey, hast du jetzt Zeit, das mit diesen Möbeln-Ding da zu machen? Nein, das machen wir irgendwann die Tage. Die Tage? Ja. Hast du keine Zeit? Das hat nichts mit Zeit zu tun. Bist du Don? Ich bin Don Don Digimon. Oh. Ich muss mir nur noch ein Fahrradhelm kaufen. Ja, ja. Oh. Besser ist es. Ich bin Ash Ketchum, ich bin besser. Wart ihr jetzt schon beim Logan? Ja. Will ich wissen, was ihr geklärt habt? Ja. Wegen Business, hast du ja auch vorhin mitbekommen. Wegen Koks. Aber ihr habt nur geredet, ne? Ja, tatsächlich schon. Wie gesagt, es geht um Business wegen Koks und er nimmt sich da jetzt noch ein bisschen Zeit und redet mit seinen Jungs drüber, denkt darüber nach und bla bla bla. Ja, das hört sich ja schon mal positiv an. Ja, ich hab schon im Knochenmark gespürt, dass irgendwas wieder passiert. Achso, ne, da wo wir es getroffen haben, wurde von jemand anders gebrettert. Das waren wir nicht. Achso. Ja, irgendwie Trips haben anscheinend geballert gegen irgendjemanden. Ich sag Bescheid, wenn wir auch Möbel holen. Alles klar. Dann gehen wir zusammen. Ich danke dich. Tschüss. Cousin. Oh, die haben geredet. Und Logan lässt sich das durch den Kopf gehen. Wundert mich jetzt ein bisschen. Boah, zum Glück. Worum geht's? Lass Wetten abschließen. Ich sag, ach ja, die wollen irgendwie mit dem Koks-Business rein. Irgendwas machen. Young, also, haben sie es knallen lassen gegen 187. Jut, du bist der. Gut. Er ist deadoptiert. Keiner mehr von den Prosos. Du bist nee, du bist keine von den Prosos mehr. Juni, bei dieser Beerdigung von dem Tuben,
Ja, von einem Tuben, ja. Ja, von dem üblen Tub. Ja. Der mit der Schusswunde im Hals. Ja. Wollen wir da Repräsentanten schicken? So Diplomaten? Herr Ries zum Beispiel? Du willst auf... Vielleicht eine 31er Münze ins Grab werfen oder so? Also... Weil, das war ja das, also, naja, das ist halt geschmackslos, ne? So. Ja, oder halt vom Wald ein bisschen Anteilnahme im Blumenstrauß oder so? Nein. Warte mal, wir haben die umgewichst und gehen dann auf den seine Hochzeit? Nein, nein, nein. Wir haben die doch nicht umgewichst. Ja, ich hoffe, du merkst selber, hast du gerade gesagt, dass Hochzeit, Junge, bist du ein lustiger Alter. So, weil er Bock hat zu heiraten, deswegen sagt er das. Max, ja, aber ihr doch mal heiratet oder nicht? Wer heiratet? Ja, du und Mela, oder? Bruder, wenn wir heiraten, ist der Pakt full. Das ist doch geil. Dann kommt auch nochmal Kohle rein. Eigentlich müssen wir das für den 5. und 12. machen. Ja. Dieses Jahr noch wegen der Steuerklasse. Habt ihr schon überlegt, wie viele Waffen ihr ordern wollt? 5, 6? Ja, also, so viel? Ja, so... Also da, also Hand aufs Herz, ne? Wir haben noch nie irgendwie eine SMG oder so benutzt, brauchten wir auch bisher nicht, ne? Also, 4 vielleicht, oder? Ich bin ja, so für 4, 5. Das Problem ist halt, glaube ich, auch, dass es halt keiner aktuell kaufen will, oder? Ja, also ich, ja, das Ding ist halt so fast, ich glaube, fast jede Gang hat, glaube ich, den Typen, ne? Ich glaube schon, dass der mit vielen zusammenarbeitet. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, wenn dann, so würde ich sagen, so 2 Revolvers und 2... Ach, Schmutzrevolver, Alter. Jetzt mit einem Revolver. Ja, weil man Heli über den Park ja, reißt. Junge, Alter, als ob wir irgendwann mal eine Heli rüber runterholen wollen. Du willst einen Heli vom Himmel holen. Also, dann, wie weit gehen die Schüsse von dem Revolver? Boah, schon so 160 Meter ungefähr. Ja, aber hier öfter über der Verwahrstelle. Hm. Und dann wird... Egal. Jags kriegen was. Was bringt dir das? Das sagt die jetzt, dass sie ihn runterholt, aber trauen wird sich ja eh keiner. Doch, würde ich alles... trauen. Ja, ja, okay. Werdet ihr, ich weiß. Ich werde mich da trauen. Ja, nein, das weiß ich, weiß wirklich, dass ihr das macht. Aber trotzdem. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um das zu reden. Da gibt es einen Anruf, sagt jetzt hier der Helikopter. Die Frage ist halt, ob wir Scorpions oder Uzis nehmen. Beobachte. Scorpions. Ruhe, wer ist das? Ja, aber... Wie ist das denn mit dem Magazin? Hast du... Wer ist denn das? Das ist Young. Das ist Young. Junge A. Magazine, also... Na, wie viel Schuss hat die Scorpion, wie viel Schuss hat die Uzi? Scorpion 16. Ja. Scorpion 20. Ich glaube Scorpion Uzi 20 16, oder 25 sogar. Hä, hey, was für Uzi 16, Alter, bubble nicht. Behindert Uzi hat 16 Schuss. Also nein, kurz, ich würde die Raupen schon eine Uzi sehen, ne? Niemals. Wenn die Uzi keine 16 Schuss hat, darfst Fenster du runter? Mir in meinen Kopf schießen. Wenn die Uzi keine 16 Schuss hat. Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass die Scorpion mehr Schuss als die Uzi hat. Ja, natürlich. So auf den Kopf gefallen. Nein. Das ist eine Schildkröte. Mach das Schild. Die macht Liebe. Weg. Uzi 16. Ja, Standardmagazin. Ach so, ich hab mit Erweiterten. Ah, ja. Nein, der Standardmagazin. Merkst du selber, Jan. Ja, ich hab mit dem Erweiterten gerechnet. Was kostet so ein Ding? 400.000. Krieg ich einer? Frag mich nicht. Ist das vom für Weihnachtsmann? Alle. Vom für Weihnachtsmann. Alle. Musst du Teirichs fragen. Musst du einen Brief schreiben. Der Hase liegt nicht aus. Ja, er will das selber für sich 3 Stück holen. Ja, Junge, der hat aber schon 900.000. Wisst ihr, was ich ausfüllen würde? Wir ordern Waffen und überfallen den Typ einfach. Wer will was machen? Und dann überfällt er uns machen? Mit seinen Jungs. Bla 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 bla. Oha. Platz. Fahrrad ist wichtig. Wer war das? Aber dafür brauchst du richtig dicke Eier, um so einen Typ zu überfallen. Was? Ja, da kommt er wahrscheinlich auch nie wieder, ne? Naja, kommt der hier mit 15 Panzer angefallen. Oder hinterher kommt eine Predator-Rakete hier reingeflogen. Ja, wen willst stehen. Du überfahren? Und Kreis Pommes machen. Ach, die dreckigen Yardies natürlich. Was, wenn wir was im Kreis machen? Ja, die würde ich auch gerne mal überfahren. Wenn wir Pommes im Kreis machen, habe ich gesagt. Dann könnten wir auch mal diesen Transport angreifen, ne? Man soll diesen Polizeitransporter, wo man zufälligerweise eine SMS bekommt, wenn der unterwegs ist, warum auch immer. Ja, genau. Weil das sind schon immer viele. So, wir bringen jetzt die Waffen hoch. Ja, egal. So, an alle Mitbürger von Los Santos, wir bringen jetzt die Waffen nach oben, ne? Damit du Bescheid wisst. An die 1% Kriminellen hier im Staat. Vielleicht machen die das doch nur als Bait, dass mal da wer, ne, was macht. Ja, natürlich, da fahren Panzer und sowas mit. Ist der Chat müde oder ist der Chat kaputt? Hallo?
Und dann ist da nichts drin, obwohl die haben klingt trotzdem Loch, ja. Loch im Kopf. Ey, was für Kopf. Panzer, also, ich war das doch mal. Ja, das dumm. Die, ja, die haben doch so einen Panzerwagen. Ja, so ein... Ja, ja, Panzerwagen. Aber wenn es knapp hat, dann steigen die aus. Oder deren Kolonne geht von hier bis zum Stadtpark, Alter. Das ist nicht schlimm. Ja, das machen wir auch, wenn jeder in einem Auto sitzt. Ja, wenn jeder in einem Lolo sitzt, happy birthday, aber die sind zu vierten im Auto, Alter. Ja, Sportwagen, was für Lolo. Das war früher mal. Ja, das müssten wir eben mit... 20 Krieger und rein. Du musst ein bisschen Präsenz zeigen mit Lolo und Digga, weißt du, wie das ist. Geld das für 20 Krieger? Also so 40 Leute sollten wir schon sein. Oh, der Herr. Nee, weiß nee, nicht. Nee, da habe ich Bauchschmerzen dabei. Da habe ich auch ganz... Bei 30 habe ich Bauchschmerzen. Da wird mir dann ganz blass vor der Bühne. Warte mal, wenn wir das Ding mal befallen, aber dann nur mit den Yardis, ne? Ich will mich darauf verlassen können, dass der Typ neben mir auch helfen kann. Mach doch mit und nicht wegrennt oder wegrennt. Ich würde aber eigentlich mit Kiez machen wollen. Ja. Ich werde das auch nicht. Nein, das war jetzt kein Diss am Kiez, aber... Da brauchst du Psychopathen für. Ich. Bei District an Kiez. Boah, was sagt er dazu, der Jan? Was? Ja, warum? Du bist ein Psychopath. Ja, die sind kein Psychopath. Du bist ein Psychopath. Ich bin blöd. Gang, Gang. Hab ein bisschen Restippe. Ich bin der Freddy. Ruhig sein aus. Machen wir noch. Boah, Fuki. Guck mal, was der Tyrese da drüben macht. Wo? Wo? Da wo ist der? Da hinten rechts. Wo? Ja, wo rechts? Es gibt zwei rechts. Junge, wie kannst du über die Hecke gucken? Wenn du kurz. Der Clouding, der ist am Clown. Ja. Der hat einen Fernsehen in der Hand. Das ist ein Flatscreen, Junge. Oder der ist so lost, man, schon alle Zeit. Nur ganz leicht drüber gucken. Der ist ein bisschen laut. Guck mal, was er macht. Ja. Soll man die Bullen rufen? Klappt der Monitor? Ja. DK, soll ich hochheben? Ich ruf an. Ey, wer sieht von euch nix? Soll ich kleiner oder was? Ja, ein bisschen. Ja, heben Sie mich mal hoch. Gut. Ich will das auch was mal sehen. Was zum Teufel macht der, Mann? Komm, hopp. Danke. Na, gucken Sie. Ah, der klaut. Ja, ja. Das dreckige Schwein. Warte halt still, nicht zittern. Das sind Yadi. Jetzt hat er so eine Küchenzeile in der Hand. Warum ziehst du auf mich? Ich zieh nicht auf dich, ich zieh auf den. Ah. Der will die Küche bestimmt bei sich im Wohnmobil einbauen, ne? Das ist ein Klauschwein. Wollen wir die Cops rufen? Was ist denn das für ein Gebäude? Irgendwas Staatliches, ne? Ey, jetzt ist er weg. Das ist doch ein PD, was oder macht nicht? Hier zu den Cops. Oh. Ab durch Cops, die Hecke. Auf Cops. Ja, der braucht echt mal ein paar Tage Ausnüchterung. Ist er besoffen? Wann nicht? Oh. Hat er das jetzt alles eingepackt? Ja, ich bin auch müde heute. Mach mir Kleider auf. Ey, der macht mein Knie. Wollen wir die Cops rufen? Hab ich schon. Echt? Ja. Junge, ich hoffe, da kommt jetzt gleich eine Kolonne. Guck mal, die sind da drinnen. Oh. Guck mal durch die Fenster. Die sind in dem Gebäude. Oh. Ja, die klauen da, Digga. Einfach Profi-Dieb. Hast du ehrlich die Cops gerufen? Ich hab dir die Tür aufgemacht mit Bierdeckel. Klar. Ja, ich hab die gerufen. Stimmt, das habt ihr auch schon mal bei einer Schießerei bei uns gemacht. Nee, Freitag ist nächster Stream. Dann kann ich mich nicht erinnern. Ja, auch nicht. Da warst du noch, woanders, in L.A. oder so. Nee, in Las Vegas. Automaten drücken. OG, du nimmst den Kael als Anfangs-Champion und alle deine Ressourcen packst du nur in diesen Typ rein. Nur den levelst du hoch. Also nicht vom Level, sondern von den Sternen und so ein Quatsch, ne? Und die Sterne nochmal verbessern. Keinen anderen Champion, nur den. Der wird dich am Anfang carryen, des Todes. Keine Ressource verschwenden für keinen anderen Champion. Als ob die Kumpas kommen. Hat Mo jetzt die Kopf gerufen? Der hat ja gesagt. Was ist denn der Juni? Hm?
mit der Tante weg, ne? Nee, heute war kein Sponsor-Stream. Die fahren jetzt eben zum Strand. Wir reden von Raid Shadow Legends. Wollte ich tatsächlich aktiv zocke. Das ist kein Witz. Was schleppt denn da? Oh, Jungs, guckt euch mal das Prachtding an. Neuer Monitor, 244 Hertz. Haut rein. Das knallt richtig. Wir kaufen natürlich von Aoi. Ich hab da Spaß dran, ne? Das sind 244 Hertz Monitor. Tricky Boys, Dankeschön für den Prime 34. Und Max, danke, Elfaxe, Veluru, Herzass, Dankeschön für 200 bis Quetzio, Jack in the Box. Das magst du noch? Bald Placement? Vielleicht. Ich lasse mir da gerade die Vorgaben geben, ob man überhaupt welche hatte. Ja. Oder ob man alles Warte, Freestyle kurz. Machen kann und das Spiel Freestyle vorstellen kann. Rein. Aber da haben wir schon mal drüber geredet, ne, Chat? Bei mir geht die permanente Werbung bei Raid auf den Keks, wodurch ich aufgehört habe. Da gibt es keine Werbung. In dem Spiel. Du kriegst höchstens diese Angebote, die immer neu in den Shop kommen, kriegst du angezeigt, die du wegklicken kannst. Aber noch Werbung, einer, ich Werbung gibt's prima, haut rein. Man sieht sich nie wieder. Naja, das Spiel kannst du auf Computer spielen. Du brauchst nicht unbedingt ein Handy dafür. Ich weiß natürlich, wer sie sind. Ich finde das nicht so schlimm, dass die Angebote anzeigen. Du musst das ja nicht kaufen. Ich hab nichts geklaut. Du kommst doch ohne irgendwas zu kaufen weit. Wäre eigentlich so schlimm, das Parfüm hier schon wieder drauf. Gilt noch irgendwas? Weiß ich nicht. Hat Cody's noch auf? Ja, 9 Minuten. Die haben ja die Menü, ja. Kann das sein? Komm, wir fahren zu Cody's, oder? Ja, komm. Die haben ja die Menü. Ja, ich mit Essen. Ja, da ist bestimmt Fußnagel drin. Fahrt mit euren Fahrrädern. Ich will mit den OG-Karren fahren. Welche OG-Karren? Kommt ihr mit nach Cody's? Ich bin Weiß OG. Okay. Ich finde die Werbung aber nicht so schlimm. Ist ja nicht so außenstehende Werbung, womit die Geld verdienen. Ist ja für nur, wenn im Shop ein neues Angebot kommt, was das ausgelaufen ist, dass die das Neues anzeigen. Ja. Muss halt jeder für sich selbst wissen. Okay, alles klar. Womit fahren wir jetzt? Der Arbeiter hat mich gerade angerufen, der wurde gerade hochgenommen am Trockner von 3 Leuten in einem Neon. Haben die mal Schrotflinten gehabt? Von uns war das aber keiner, oder? Ich denke nicht, oder? Ruf mal Bademeister. Bademeister und so sind drin, ne? Na, ich glaube, die sind unterwegs. In einem blauen Neon. Könnte das doch gewesen sein. X-Men, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Was, Alter? Darf ich nicht gehen? Doch, ich bin... Heute ist ein Chilltag eigentlich, Alter. Ich bin... Mein Körper ist darauf eingestellt und mein Kopf... TK, ich kann dir sagen. Zieh die Kutte aus! Hast du eine Kutte? Zieh die Kutte aus! Ich will eine Kutte! Zieh die Kutte aus! Zieh die Kutte aus! Geh mich mal umziehen, wir sehen uns bis gleich. Wer hat hier geredet? Danjo, spring gegen der Wand. Wir haben FO5, Junge. Was ist denn los mit euch? Gefriertemperaturen. Und du machst jetzt den Motor aus. Boah. Nein, aus. Oha. Alter. Mach die Kutte aus. Bei mir ist aber alles gut, Bruder. Was ist denn da los, Alter? Leute ringen sich über Monte seines Dings. Ah, wie geht's dir? Ja, Tag. Ich hab einen scheiß besten Freund. Nicht... Hallo. Was macht denn der da? Weinen. Das ist ein Rocker-Obacht. Der muss zahlen. Ich sag ein Rocker. Hast du genug geweint, Pussy? Obacht, das ist ein Dachdecker. Ich bin einer. Grüße. Nee, gibt kein Feigling-Menü. Nachher. Aha. Was für ein niederer Laden. Sag mal, Rockkatze vor. Rockkatze vor. Halt mal Rasenmäher, Junge. Und jetzt?
Ja, die Menü. Welchen Film gucke ich mir denn heute Nein, an? Nein, Spaß. Chicken Nuggets und irgendwas. Ein Baby Boogie Burger also. Ja, scheiße, was, ne? Ich will einen Fizzy Bubble. Ich will auch Fizzy Bubble. Aber zweimal alles, ja. Zweimal alles. Hab ich Patent drauf? Vor allem will ich einen hohen Kragen. Easy, mach dir fertig. Korrekt. Okay. Punkt mich an, wenn's fertig ist. Klein, ja, dies. Unterkopierung. Mach den jetzt hoch, Alter. Zieh mal da. Es geht um die Großjadis und die Kleinjadis. Zieh mal deinen Hut aus. Achso. Aber eigentlich wäre das ja mal eine Idee, ne? Weil, ne? Stimmt, ich wollte Tokio Drift eigentlich gestern. Wir brauchen, machen einfach so eine kleine Game für die Runner und so. Nennen dann Kleinjadi. Ja, das sind die Unterkopierungen dann. Ja, so ein Kleinjadi und dann die Großen sind die Großjadis. Die Uhr liegt auch nicht. Dürfen aber dann nur Geld fragen. Was? Vielleicht Sonnenbille. Ja, zweimal. Was? Sonnenbille. Achso. Ja, ich muss fetter werden. Hab ich noch einen? Ach stimmt, Mandalorian, hab ich schon geguckt, Mann. Hab ich gestern Ende geguckt. Ja, Mann. Voll gut. Große zweimal. Lass mal schön Twinkies hier essen, Alter. Dann zieh dich um und gib mir den grauen Mantel. Der ist doch hier. Da. Ich hatte doch bei deinem Mantel auch das. Lass mich chillen, was schreist du hier so rum? Sieh gut aus. Ich meine Kuder an. Wie viel hast du heute schon? So, schön mal deine ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich mag das Ding einfach lieber. Und die Nuggets kommen jetzt. Ja, aber viele können das nicht aussprechen. Bitte schön. Das ist Mordegan, warum? Wie viele Stimmen? Ich war auch mal nach. Hey, Curtis? Welche Österreicher? Willst du deine Rechnung bezahlen? Ja. Und du zahlst irgendwie für einige Leute hier das Essen, habe ich gehört. Aber nur für meine. Nur für deine. Ja, ich. Ja gut, dann warte, wir machen erstmal die Rechnung von gestern und die anderen sollen dann die Bestellung zusammenrechnen. Guck mal, einmal für euer Cringe-Date. Oh. Zwei. Easy. Ich danke dir. Ja, geht auch. 50.000 so, Dollar. Boah, ja, ich hab nur das teuerste, der teuerste war die Limousine, die hat einen Zehner gekostet. Mm. Oh, abgezogen. Das wird schwer. Ja, oh, klar, schwer. Weißt du ja, ja, wir ziehen immer die Leute ab, die viel Geld. Das kommt, weil du so aussiehst, als hättest du viel Kohle. Kannst du eine Pferdekutsche organisieren? Eine Pferdekutsche? Mhm. Nee. Weil ich werde mich revanchieren für Milas Ding. Ich werde auch irgendwas machen. Und okay, dann brauche ich eine Pferdekutsche mit einem Esel. Wie wäre es denn, wenn du einen Pounder nimmst und lässt den von irgendwelchen Moms ziehen? Warum ein Esel und kein Pferd? Was hörst du bei meinen Gesprächen zu? Willst du ein Brett? Red leise! Also, keine Ahnung. Holst du dir eine Karre und lässt sie von irgendwelchen Leuten ziehen, die dumm sind? Echt? Ja, ich glaube schon. Hab gehört, im Fernsehen ziehen auch Leute LKWs. Wer bist du? Wer ich bin? YOLO. Ja, nee, aber... Nee, Pferdekutsche, keine Ahnung. Ich hätte noch eine Dame, die ganz gut Gitarre spielen kann und cringige Lieder. Hä? Nee, ich hab Musikallergie. Was? Gut, dann, das ist dann schwierig. nee, wüsste ich gerade nichts. Aber ich überleg mal, wenn mir was super Quintiges einfällt, Curtis, sag ich dir Bescheid. Okay. Das sind ja nicht meine Gut, ich kümmere mich mal ans Essen. Ja. Was ist mit dir, Junge? Das ist dann immer so ein was denn? Ja, was winkst du? Ja, ich hab heute einen Tick, weiß ich auch nicht. Ja, kann man nichts machen. Dicker. Ja. Kommst du rüber in der Eck? Wo sind meine Burger? Ist hier noch jemand, der eine Bestellung aufgeben möchte? Hast du ein Yadi-Menü geholt? Möchte nur die sind auch am Tiefflug am Arbeiten, das wird nicht so abkackt. Die sind da echt hinterher. Hab ich heute erfahren. Du holst dich ein Yadi-Menü. Du warst frech gegenüber der Familie. Ich hasse das, wenn die Leute auf so lauter Range gehen. Du warst respektlos. Oh, Junge, was ist los, Alter? Meine Fresse. Erstmal eine Duftkerze. Was macht ihr denn heute noch so, Chat? Außer zugucken. WoW? Wollte ich auch mal Bock, aber keine Zeit, ja. Ich bin Stress auf der Route. Warum? Da wurde gerade irgendjemand überfallen, ne? Arbeiter von uns. Von uns wurden überfallen? Ja. Von wem? Weiß man das schon? Schwarzer Neon, vier Leute, abgesägte Schrotflinte alle. Und haben gesagt, euch gehört die Route hier nicht. Hm. Egal, ich habe schon Leute losgeschickt. Ja, die sollen mehr darauf achten. Ja, alles klar, okay. Ja, bis dann.
Muss man eben kurz was erledigen. Mhm. Wohnt die Garten. Jetzt wird nur die Route angegriffen. Was für eine Route? Grasroute. Unsere Arbeiter werden abgezogen. Von wem? Kein Ahnung. Schwarzes Auto. Vier Leute abgesägte Schrotflinte. Oh oh. Die Route wird angegriffen, ne? Unsere? Mhm. Warum? Da sind Leute, die andere überfallen. Ja, gehört es mal an, danke, Mann. Und die haben zudem gesagt, zu den Arbeitern, das ist nicht eure Route. Was, wer? Wer macht da so viel? Oh, wen muss ich ficken? Vier Leute abgesägte Schrotflinte. Ja, da reichen zwei. Komm, lass hoch. Ja, hat Julie schon. Aber kannst dich anschließen, ne? Ich will mich auch anschließen. Ah, oh, nee. Das ist eure Route, Junge, aber unsere Arbeiter. Das ist halt das Problem. Dann kriegen die Doppelpack. Ey, irgendwie ja. Sonst mit dem, der Arsch. Mach's gut, ich geh jetzt hin. Ich will auch mit. Gut. Ey, nimm mich mal mit. Nimm mich auch mit. Jawohl. Ja, zur Route. Young, dann fahr du mich mal. Achso, nett. Nee, ich muss nur für Route sauber halten. Die Route wird angegriffen. Kannst du deinen Cousin nicht mal nach Hause fahren? Kann mal jemand meine Route angreifen? Ja, ja, der klärt irgendwas anderes. Der klärt eine Penis. Mit Lineal auf meine. Lauf mal ein bisschen, aber ich fahr dich kurz. Danke, 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 danke. Mein Yadi-Menü ist fertig. Ich hab einen Pfefferminz-Zick-Zack. Mit dem frischen Atem. Naja, Bruder, ich kann mich nicht um alles kümmern. Die anderen Leute wollen auch was zu tun haben. Der will schon schlafen. Jetzt sollen die mir ruhig machen. Wo ist der? Außerdem bin ich der Boss, der Baba. Rafiki, danke schön für Luis. Aber in welcher Eulen bist du jetzt schon wieder drin? Wir müssen dir einen Schalldämpfer besorgen. Ja, und eine Liste. Was für eine Liste? Ja, in der ich meinen Namen reinschreiben kann. Mag ich voll gern, sowas zu machen. Du brauchst doch nur so einen QR-Code im Nacken. Du meinst am Hinterkopf? Hm? Am Hinterkopf. Und eine Glatze. Wo bekommen wir einen Schalldämpfer her? Also ich brauche einen neuen Namen. Justin! Warum Justin? Na, weil ja, halt... Sagen, dass ich... Junge, du bist so lost. Justin! Ne? Warum Justin, Junge? Ist die Bundespolizei. Könnten gleich mal den Architekt anrufen und die Bauarbeiterhelme holen. Was für Baubatterien? Bauarbeiterhelme. Achso. Wollt ihr uns doch geben? Ja, ja, stimmt. Ich hoffe, die Scarlett hätte auch einen Mund. Die kennt halt Gott und die Welt. Der Johnny kriegt auf jeden Fall noch ein Brett. Und deren Freunde. Zur gegebenen Zeit. Boah, wir sehen schon mies Mafia aus, ne? Boah, übertrieben. Obwohl ich diesen grauen Mantel mehr feier. Aber du rennst so da rum. Ich kann nicht auch so rumrennen. Weil ich bin dein Boss. Untertane. Gott, eins. Zugriff. Wir brauchen einen Schalldämpfer. Ich frag Samstag. Aber der muss geboren sein. Ja. Ich rufe den Architekt mal. Ich muss mir noch eine Sturmhaube kaufen. Geht nicht dran. Sturmhaube? Ja, für die besonderen Fälle. Ah, wo? Am Brunnenkamm. Boah, war klar, dass der nicht dran geht, ne? Der weiß genau, dass wir heute Termin haben. Haben wir einen Termin? Na klar, ich hab gesagt, ich komm morgen ab. Ah ja, stimmt. Hast du ja gerade gesagt. Auch ein bisschen? Oh, sehr nett, der Herr. Dankeschön. Exklusiv. Exklusimo. Ah, lecker. Ja, toll, was machen wir jetzt? Alle sind weg. Ich muss die Rechnung noch bezahlen. Ja. Okay.
Und seid ihr am Cringen? Ja, wir sind am Cringen. Zu viel. Ja. Cody? Ja? Ich muss nur Essen bezahlen. Ach stimmt, ja, der eine hat selber bezahlt, dann sind es nur die $120 von dem einen. Hätte ich schon wieder vergessen. Hättest du Glück gehabt, wenn du abgehauen wärst. Klappst du das Patent von Junkie Park? Ich danke dir. Silikotos. Ja, der extra angezogen, damit wir den Spruch bringen können. Klappst du das Patent von Junkie Park? Besser ist es. Der ist konfisziert. Ist das schön, in meinen Bein zu haben, ne? Zum Glück habe ich meinen vergessen, dann kann ich den hier nehmen von den... Oh, die machen so mal bitte ein bisschen Platz. Natürlich, für die Klappstuhl. Was echt kalt heute. Aber, boah, wenn ich den aufmachen werde, hört sich ein bisschen komisch an, ne? Alter. Ich empfehle dir WD-40. Ja, irgendwas auf jeden Fall gesund klingt. Hattest du auch schon mal Probleme mit der Latte, oder was? Hattet ihr auf? Ja, mit dem Schulentor. Aber die Salami sind immer hier drin gewesen, also passt. Geboren! Wo ist der eigentlich? Ich glaube, der badet die Mila. Sind da schon wieder ein paar Muscheln drunter gewachsen? Habt ihr schon Feierabend? Ja, muss ja auch mal sein. Solltest am Samstag weiträumig den Mirror Park meiden. Warum das denn? Wegen deiner Musikallergie, da ist irgendwie ein Festival. Ach du Scheiße. Cody, gehst du wandern? Wandern? Ne, wieso? Das ist perfekt. Warum hast du einen Fallschirm an? Wolfskin, Flatrate. Hä? Das ist so mein Schneeoutfit. War voll kalt heute. Ach, das ist ein Snowball, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fahr jetzt auf den Mount Chiliad. Ja, Beatty, pack mal dein Skateboard aus. Zeig mal, wie das abgeht. Der hat ein Skateboard. Das ist so deine Macke, ne? Ich glaube, dein Skateboard habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, du könntest bei allem WD-40 gebrauchen. Guck, wie der abgeht. Obwohl, ne? Mittlerweile hat er sein Skateboard schon gehört. Mach mal einen Trick so. Hat er doch gerade. Der hat einen Kickflip gemacht. Über die Mülltonne. Na, wenn ich dann so wäre, würde ich sagen, tschiesch, nice assist. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Mein Skateboard ist unter der Mülltonne. Die Rollen sind nur ziemlich laut, ne? Hast Plastikrollen dran? Ja. Mit oder ohne Kugellager? Ich muss die mal auswechseln. Ich habe eigentlich darauf geachtet, dass die ein bisschen leiser sind, ne? Mit Einölen und so. Aber irgendwie muss ich die noch ein bisschen leiser machen. Vielleicht kaufst du die besseren City-Roller. Ja. Sein mit verstellbarer Griff. Und Motor. Von 1,40 auf 1,60 Meter große für Shorty. Oh, guck mal, wer kommt da? Jason Derulo! Schlaf gut, Heidi. Die haben zu. Die haben schon Feierabend. Ja, macht doch nichts. Also. Aber ich Hallo sagen. Aber Ihre Bestellung bitte. Bestellung. Ist der Cody schon nach Hause gefahren? Ja, der ist schon abgehauen. Ach so. Ja. Warum, was willst du von dem? Nichts. Ich kenne ihn halt nur schon seit 8 Monaten, ne? 8 Monate? Alten Bekannten sagt man gerne mal Hallo. Seid ihr gute Freunde? Mittel. Ich finde, dass der ein bisschen zu sehr lügt immer. Ja. Echt? Mhm. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass er jemals gelogen hat, aber okay. 8 Monate kennen sie ihn schon. Ja, seit Mai. Also das ich finde auch, dass der die Leute hier abzieht mit seinem Essen. Ja. Viel zu teuer. Ich finde das Essen total lecker, das ist das Geld wert. Das ist doch dieser Weiße, ne? Auch. Was denn? Ach was. Ja, der Cody ist schon so eine kackbraune Backpflaume. Hat. Auch. Ich habe mich mal mit dem geprügelt. Echt? Der ist doch super nett zu allen. Was? Hab ich auch schon dreimal mit denen geprügelt. Der hat mich als Dachpappe bezeichnet. Verloren, oder? Der hat dich als was bezeichnet? Dachpappe. Ach du Scheiße. Als Kahi hat er ihn bezeichnet. Ja, nee, so kenne ich den Cody eigentlich gar nicht. Der hat mir letztes Mal auf den Arsch gehauen. Okay, das hat er vielleicht nur aus Spaß gemacht. Meinst du? Ja. Hat er dir auch schon mal auf den Arsch gehauen? Nee, das nicht. Was hat denn der sonst mit dir gemacht? Gar nichts. Er hat sich gerne mit mir unterhalten, hat mir immer zugehört. Er hat Probleme hatte, seine Hose geklaut, der ist perhaft zu groß. Warte mal, der Karte ist weg, vielleicht findest du den nur, ne? Der wurde zur Tankstelle in Grove.
Okay. Vielleicht fährst du dahin. Okay. Ja, ich wollte sowieso jetzt weiter. Habt noch einen schönen Tag, Jungs. Ja, du. Ja. Tschüss. Paul, also, er tut mir jetzt voll leid. Gut, dass er dich 8 Monate kennt, weil dich erkannt hat er jetzt hier nicht. Puh, Alter. Oder hat's im Bart gehabt? 8 Monate kennt den Cody schon. Oh. Oh. Er kennt dich nicht, wenn du vor ihm stehst. Ja, oh. Alter, das war DJ Crash, Mann. Deswegen hab ich die auch auf. Ich werde gar nicht mehr gegrüßt am Junkie Park, wenn ich so vorbeilaufe in der Sonne. Uff. Oh. Ey, das Luftanhalten hat echt geholfen, so. Ja, wie stimmt, Alter, dein Atem, er vergisst ja nicht. Freundschaft ist nichts ein... Oh, er fährt hier lang. Oh. Grüß Cody, wenn du ihn gefunden hast. Aber schickes Auto. Oh, oh, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Oh, oh. Boah, hättest du mal die Schnauze gehalten. Freundschaft ist halt nichts Einseitiges. Ich glaube eher, das war Freundschaft Plus. Ja, ja, ja. Das war mal eine kurze Quickie gewesen. Der wurde mal kurz weggerammelt in der Küche. Das war doch Crash, oder? Aha. Der ist krasser Gangster, so. Der war mal in der Hashtag-Gang. Habt ihr das hochgeladen? Die Hashtags. Die hatten ihr Turf am, wie heißt das da? Da, wo ja, die Busse, Bus, das Busunternehmen Bus, ist. Ja. Ja, das war deren Turf, so. Hashtags. Also, ja, der ist Turf, so crazy, ne? In dem, so. In dem ernsten Zusammenhang, dann kotze ich. Der ist manchmal ganz nett für ein paar Minuten, aber... Boah, ich hab den 2-3 Mal auf Drogen erlebt, da ist der anstrengendste Typ auf der Welt. Ach, ich hab doch sogar das Video gefunden hier. Das ist es doch. Warum hast du Milo und mich aufgenommen, Mann? Ach so, falsches Video. Aber war ziemlich kalt, aber ruhig heute, ne? Ja, die erste Stunde war hier auch gar nichts los, so, und dann zweite Stunde ging und dann kurz vor Schluss kommen sie immer alle, ha? Da denken sie sich, ach, um 11 machen die dicht? Ja, das beste Idee ist, 1 Minute vor 11 in den Laden zu platzen. Ja, ist doch gut. Ja, ja, ach, man hat sich ja mittlerweile dran gewöhnt, so. Dankeschön, Juli, für den Prime 6. Und der Jax arbeitet ja. Kenner, dankeschön für den Prime 3. Ja, da hast du dir wohl angelacht. Alter, es kann gar nicht schlimmer sein als vorgestern. Da wollte ich dem O'Brien gefallen tun. Der hat mich irgendwie gefragt, ob ich seinen Opa, weil der Schulden hat, bei mir Flyer verteilen lassen kann. Curtis, ich dachte, du wärst ein chaotischer Flyer-Verteiler. Ich nehme alles zurück, was ich jemals Schlechtes über dich und das Flyer-Verteilen gesagt habe. Warte mal, du redest schlecht über mich? Natürlich habe ich schlecht über dich geredet. Ich habe gesagt, dass du den Leuten erzählt hast, dass du keine Kohle kriegst dafür. Na, guck, wie breit ich stehe. Ja, wann habe ich denn das letzte Mal Gehalt bekommen von dir, hä? Wann hast du das letzte Mal Flyer verteilt? Ja, ich mach Mundwerbung und Beatty verteilt immer Flyer mit Fahrrad. Okay, ja, der Beatty wird auch bezahlt dafür. Ja, ich habe auch schon lange keinen Check mehr gesehen. Was? Ja, ja, Cody, der alte Halsabschneider. Ja, klar, Cody, der alte Halsabschneider, der Multimillionär. Ich habe einen Geldspeicher drüben, deswegen habe ich auch den ganzen Block da. Deswegen können da keine Leute mehr wohnen. Ich habe da 3 Apartments voll Geld, wo ich immer reingehe und zum Schwimmen so. Aber verratet es keinem. Okay. Sonst kaufen die keine überteuerten Burger mehr. Übertriebener Schwätzer. Okay. Ach, du machst jetzt Liste, ne? Ja. Muss ja vornehm werden. Vornehm? Nein. Warum seht ihr eigentlich so scheiße aus? Was soll das denn heißen, Junge? So, jetzt steht wirklich breit. So, jetzt habe ich aber den Klappstuhl weg. Was soll das denn heißen? Weiß ich nicht. So, ihr hattet schon mal bessere Styles. Ihr seht so ein bisschen aus wie... Keine Ahnung, irgendwelche vornehmen Schlösser. Leg dich nicht mit den Ropeln an. Alter, kein Finger an mein Neues stecken. So hat der verrückte Opa von dem Fischer auch gemacht, von dem O'Brien auch gemacht. Der Vater von dem Fischer, also. Und dann ist der mit meinem Roller ins Krankenhaus gefahren. Und hat jetzt, ey! Und der hat mich gefragt, ob er Brettchen für uns verteilen kann in der Barbecue-Lodge. Ja, sollte machen. Obwohl, die steht unter unserem Schutz, ne? Die steht unter eurem Schutz? Mhm. Könnt ihr die anzünden? Wenn, was zahlst du? Ich bin nicht kriminell. Ja, das ist ja auch Business-Ebene. Du machst ja nicht das Kriminelle. Du gibst mir einen Umschlag mit Geld und ich kümmere mich drum. Ach, Gottes, nee. Diese keine Konkurrenz. Wenn man einen Laden in der Southside aufmacht, vielleicht ist... Nein, hör auf, mir so dumme Idee. Boah, ich glaube, ich mache einen Laden in der Southside auf. Ja, mach das. Ich glaube schon. Bei uns am Park an der Ecke so einen Laden. Ja, weißt du, was da das Problem wäre?
Dein Charisma, du bist einfach so sympathisch. Ach. Ich glaube, da könnte ich den Laden zumachen. Ach, ich sprühe ein bisschen Parfüm und dann geht's ab. Ach, wenn ja, es dann gut riecht. Das Charisma läuft aus wie ein Wasserhahn. Ach, als ob ich dir dein Brot wegnehme. Du als ob du jemals Bock hättest, jeden nicht, Abend in einem Laden zu stehen und Burger zu machen. Warum soll ich denn da drin stehen? Ich suche Leute, die arbeiten. Ja, dann. Gut. Good luck, have fun. Quatsch. Ach ja. Das ist die süße Bibi, die nur einmal zu eröffnen da ist. Was haltet ihr von der Modenschau? Boah. Als sowas wie ein, als Contest. Es gibt so drei Themen. Du ein vernünftiges Etablissement oder was? Ja, vielleicht im Unicorn. Und könnte dann so mit machen. Verschiedenen Teilnehmern und man macht so Kategorien, zum Beispiel zieh dich heute an wie Jax und dann müssen alle Teilnehmer sich vorher zu der Kategorie ein Outfit überlegen und dann das präsentieren und wer am meisten Punkte in den drei Kategorien was bekommen hat, gewinnt den Preis. Was hältst du von der Schnitzeljagd? Schnitzeljagd? Mhm. Klingt auch cool. Wie stellst du das vor? Halal, ne? Ja, du ziehst jemanden an wie den Nikolaus oder so? Und den gibst du, ich sag jetzt mal, ich zieh mich an wie den Nikolaus und du gibst mir ein Codewort. Okay. Sagen wir mal einfach Weihnachtsbaum. Und die müsst, dann sammelst du Leute, du gibst denen ein Codewort. Sagen wir einfach mal Flammenwerfer. Und die müssen den Weihnachtsmann suchen und dem Flammenwerfer sagen und dann verrät er sein Codewort. Und okay, alle, die das hinbekommen, die kommen in die nächste Runde. Dann versteckst du irgendwo ein Auto und da tust du einen Burger rein und einen Milchcheck oder so. Und das muss dir jemand bringen. Das ist sehr cool, hä? Wir könnten auch so, man könnte auch so Zwischenstationen machen und die, dass die Leute dann da wären, kriegen die da irgendwelche Sachen, die man halt nicht so einfach besorgt kriegt, wie, keine Ahnung, Wassermelonen-Eis ja. oder sowas, hä? Das ist auch eine coole Idee. Ja, müsste man sich bloß so ein paar Stationen. Natürlich so mit paar... Hinweisen, ne? Zum Beispiel finden das Haus mit dem UFO. Oben in Vinewood gibt es so ein Haus, da ist so ein Plastik-UFO drin. Ach so, so ein Comicladen oder sowas, mhm. oder? Ah, right, den kenne ich ja auch. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Manchmal. Meinst du mit Runden, meinst du, dass man das an einem Tag durchzieht oder meinst du so über mehrere? Mehrere Tage. Was ich ja auch noch nie erlebt habe, sind illegale Straßenrennen, ne? Da ist der Jax ja heiß drauf, ne? Der ist ja jeden Abend am Racen. Kannst du machen, von hier oben, wer zuerst ganz oben in Paleto ist, bei dieser Tankstelle. Der hat gewonnen. Ach, bei Speedy ist da, der ja. Hat obwohl, bei ich habe von vielen gehört, dass die keinen Bock auf Autorennen haben, weil da gibt es irgendwie zwei, drei Modelle, die halt einfach super krass schnell sind und die Leute abziehen, ne? Also das ist mein Check, ja, glaube ich nur mit mal. Bestimmten Autos halt. Ja, das könnte. Da habe ich zu wenig Ahnung von, welche Autos schnell. Ja, da musst so du den Jax fragen, der hat Ahnung. Okay. Ist ja auch eine coole Idee. Boah, du fragst den bitte. Och, mit Jax kommt man gut klar, glaube ich. So. Also, ich tausche Jax gegen den Typen, der gerade hier stand, so. Und ich nehme 5 Jax. Habe ich dich vorhin gesehen in der Whitelist bei Unity? Bewirbst du dich auf dem Server? Aber ja. Ja, auch eine gute Idee, so. Was geht ab? Was geht? Also ich bin mit Beatty bei Cody's, dann kommst du her, du rufst Julian. Alright. Wir haben irgendwas zu klären. Ich komm zu Cody's. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oder mach doch so mal einen Künstlerwettbewerb. So für die besten Landschaftsfotografien oder so. Das macht doch gerade Dingsbums hier, Lonely Gentleman, die machen doch gerade hier so ein Wettbewerb, da kannst du Fotos von deinem Auto einreichen und Weihnachten suchen die dann die besten Autos raus in bestimmten Kategorien und die kriegen dann alle eine Gratislackierung. Es gibt auf jeden Fall Millionen Sachen. Ja, das Ding ist halt immer, Leute zu finden, die da Böcke drauf haben. Alle sagen immer, es ist eine gute Idee, aber mitmachen will keiner. Ich bin ja eher so für so einen illegalen Boxfight, ne? Also so ein illegalen Dings. Aber ohne Zuschauer halt, ne? Scheiß Boxkämpfe, Alter. Dauernd ist ein Boxkampf irgendwo. Also. Das ist das Einzige, worauf die Leute Bock haben. Sich die Fresse einhauen und aber kannst Autos du dir vorstellen mit so einem riesen Preisgeld? So, du besorgst einen Kämpfer und du zahlst 50.000 in den Pott. Okay. Was und dann geht? 10 Leute. So.
Was gilt das? Ach so, aber man. Ohne Zuschauer, ich so. Nicht selber, was sondern nein, du nicht. Ich such einen aus. Du suchst dir einen Kämpfer, den du in den Ring schickst. Ohne Zuschauer, nur der Typ und der Kämpfer. Okay. Und dann darauf wetten, wer gewinnt und so, ne? Kann ich auch mal Johnny machen. Als meinen Kämpfer haben? Bestimmt. Aber Griffy ist auch gut im Kämpfen. Und Jack auch. Ja. Und BT auch. Griffy habe ich bisher schon. Was mich als letztes genannt hat, verlässt mich jetzt ein bisschen sehr. Das Beste kommt zum Schluss, Schatzi. Ja, stimmt. Das fände ich auch geil. Gibt es nicht am Hafen dieses runde, was ist das denn? So ein ja, so eine runde Mauer und in der Mitte ist halt so eine Fläche, du kannst oben stehen. Ja. Das ist doch auch. Ach, ich würde das irgendwo im Untergrund machen. Stimmt, da gibt's doch auch diese große U-Bahn-Station, die da gebaut wird oder so, ne? In der Mitte irgendwo. Aber so richtig exklusiv, ohne Zuschauer. Da geht's nur um Ruhe, Gewalt und um Geld. Okay, ich würde schon jemanden finden, der dich prügelt. Und sagen wir mal, wir haben 10 Leute, ne? 10 mal 50.000 Dollar. Das hätte schon ein gutes Preisgeld. Und die Organisation nimmt sich dann halt, keine Ahnung, 10% von dem Geld. Und der Gewinner bekommt alles. Ja, wäre auch eine coole Sache, so. Hättest da Leute, die da Interesse daran haben? Das Ding ist halt, du kannst, wenn du Werbung damit machst, ne, dann muss man das auch so gut anstellen, dass da nicht Leute trotzdem zum Zuschauen kommen, ne? Da muss man halt schon. Ja, dann sorgen wir dafür, dass die weggeschickt werden. Und ja, Werbung, gut, das machen du fährst halt durch den Turf und so zu jeder Gang, die du kennst und was weiß ich. Und erzählst denen davon. Dann ist ein Boxkampf. Wo bleibt erstmal geheim? 50.000 Eintritt, dann bekommen wir alles. Oder 90% von dem Geld. In jeder Gang eine zwei Person Leute plus der Kämpfer treffen sich dann. Keine Zuschauer. Ja, das wäre auch gut, ne? Das könnte man auch einfach mal so spät abends machen, wenn eh nichts mehr los ist, ne? So auf spontan oder auf einen Abend rumfahren, am nächsten Abend machen, so, ne? Ja, kurz und knackig halt. Ja, Boxen haben ja eh meistens die Leute Bock drauf, ne? Aber wo ist denn Johnny-Tante? Knattern. Haben die gefunden? Anscheinend, ja. Oh, dann haben die jetzt ganz viele Probleme. Oh ja. Habt ihr jemanden gesucht? Nein, da sind Leute, die sich ins Geschäft einmischen. Okay, ja gut. Dann, das, klingt nicht gut. Zahlst du eigentlich Schutzgeld? Schutzgeld? An Denver, $500 an die Raupen. Aber ich habe noch nie gezahlt. Bei den Raupen musst du aufpassen, ne? Ja, die Raupen, habe ich gehört, sind krass, so. Für $250 Dollar kann ich dich vor den Raupen beschützen. Die Raupen haben selbst im Park schon Ansage gemacht und wir haben gezahlt. Aber eine Raupe arbeitet doch bei mir bald. Wer denn? Hab ich gehört. Pep sagte da irgendwas. Wer? Pep. Wer soll das sein? Das ist keine Raupe. Das ist doch keine Raupe. Ich hab jetzt keine Raupe, aber er hat gesagt, wir sind Raupe. Eine Raupe. Man kennt die Mitglieder der Raupe nicht so, nur vereinzelte. Okay. Wir nicht die Raupen? Oder sind, sind das nicht die, also wollte ich auch gerade sagen, habt ihr nicht noch vor einer Woche oder gesagt, wir sind jetzt die Raupen? Na, ich glaube, du hast dich verhört. Okay. Die Raupen ist so eine ganz geheime Gruppe, die sind übelst brutal gefährlich. Hat der Beatty euch so nicht gerade verraten, weil er meinte, dass ihr die Raupen seid? Ja, Beatty zum Beispiel ist ein Mitglied der Raupen. Ja, siehst du? Auch ein Angestellter von uns sozusagen irgendwie. Ja, Werbefahrer. Weißt du, die haben schnell, ne? Was zum... Das war, glaube ich, Coco. Coco! Es geht auch so, weißt du, wir sagen nicht, okay, Jungs, knallt die ab, sondern wir sagen Coco, Coco! Oder Jungs, uwewewe. Ja, er wird da Kuka oder? Griffy, tut dein Rücken weh? Ja. Warum bist du so schmuddelig angezogen? Mach dich mal schick. Jetzt, hä? Ja? Mach doch. Okay. Griffy, wann gibt's eigentlich die Cody's Edition von Griffy? Wenn Cody's. Jamal momentan nicht so wirklich Zeit und Bock auf EP. Was kosten denn so 4 geile T-Shirts, wo Cody's draufsteht? $5. Warte. Ist das richtig? Nein, 5000. 5000. Ich zahle dir auch 50, so, wenn du das regelst. Ist das okay? Na klar. Deal. Warte mal, was willst du haben? Cody's Klamotten? Ja, ich will so
also am liebsten wäre so Mitarbeiter-Shirts und so Fan-Shirts. Also so, weißt du, das leuchtet sich auch ein Shirt bei uns. Wirklich früh, wenn hinten so ein Logo drauf wäre und darunter, da kochst du, Lutscher. Ja, oder weißt du, dieses, was auch immer, das hier vorne am Imbiss ist, die halbe Zitrone mit dem Bäumchen drauf, so. Und dann einfach steht da drunter 257, die Nummer, die sie lieben. Ja, so wie Chat, so ein seid ihr müde? So. Hallo, cool. Chat. Aufwachen. Das wäre echt cool. Ich gehe mich erstmal schick anziehen, dann können wir weiter über Business reden. Ja, und nimm eine Tante direkt mit. Komm, Tante. Das ist ja heftig geil, wenn man so richtig coole Mitarbeiter-Shirts hätte. Hui. Soon. Soon. Ja, ja. So wie unser großer Kühlschrank. Was geht? Oder und unser Antrag auf LKW. Warum? Du hast doch einen großen Kühlschrank. Hm? Du hast doch einen großen Kühlschrank. Ja, wir brauchen einen größeren. Der ist nicht mehr groß genug. So, wir haben ja noch verschiedene neue Sorten Eistee und so bestellt und so. Die sind auch schon geliefert worden zur Metro, aber wir können einfach nicht so viel Ware lagern hier im Laden. Ja, dann lagert das doch in einem kleinen Rumpo oder so. Ja, weißt du, wie viel Ware wir am Tag verkaufen? Da kann ich die ganze Zeit losfahren zur Metro, Cody? Oder ich muss dir den Paula vorstellen. Nimm mal kurz die Leitstelle ab. Lucky, habt eine Leitstelle? Right? Dankeschön. Wieso haben die Raupen keine Leitstelle? Soon. 187. Boah. Ich glaube, ich gehe gleich pennen. Dann ist der Dings wieder da? Noch da? Oder wieder? Oder erst? Oder ist er da? Wer Hallo? Ja, der Dings, den du anrufen wolltest vorhin. Ach so, der Architekt. Der Architekt. Boah, was? Habt ihr den mal erreicht in den letzten Wochen? Ich habe mich die letzten 4 Tage jeden Tag mit dem getroffen. Warum brauchst du was? Ja, ich hab halt schon hier, ich hab den mal gefragt wegen so einem Schild bei uns überm Tresen. Und da solltest du eine Grafik fertig machen und so weiter. Und das hat Craig mir jetzt ja gemacht. Und ich habe sogar noch eine zweite Designerin, die da jetzt das fertig gemacht hat. Ich reicht ihm bloß nicht, dass ich ihm das geben kann. No. Also falls du mal mit dem Quatsch und dran denkst, so. Ja, weil du Vermittlungsgebühr zahlst. Was willst du denn haben? 8 Millionen. Nein, sag dem Bescheid. Das wäre edel, ne? Aber ich will 8 Millionen. Dann, keine Ahnung, dann raub eine Bank aus. Nein, wenn, dann raub ich eine Bank aus. Raubst du die Bank aus? Und dann fliegst du weg wie ein Smetterling? Lackbett, ich fresh hier Minik. Die verstehen unsere Sachen nicht, Junge. Also Cody zumindest nicht. Ich glaube, der kommt nicht aus dieser Welt. Ja, Ramu ist Salome. Ich distanziere mich von meiner Aussage. Keine Ahnung. Wisst ihr, wie das ist, wenn zwei Leute, die sich zumindest macht ihr den Eindruck. Das ist halt unser Code, ne? So verständigen wir uns. Ja. Es fühlt sich so an, als würdet ihr euch ewig kennen so, und ihr unterhaltet euch. Wir kennen uns doch schon ewig. Ja, kann ich ja nicht wissen. Und dann habt ihr welche Insider und ich soll nicht verstehen. Was willst du essen? Pommes. David Pommes. Ja, Laden ist zu, hä? Geh hin, mach dir selber welche. Vielleicht liegen noch welche in der Fritteuse. Pommes. Pommes. Oh, shit, Pommes. Oh, kannst du das auch so sagen wie ein Beat? So Pommes. Ne, aber der kann Apatazal nie sagen. Apato. Okay. Das ist unser Zeichen, Cody. Ja, right. Okay, wir machen uns vom Acker. Der kommt rein. Komm rein, hört uns, Bini. Schönen Abend. Wo hast du dein Auto, Jiggy? Die haben absolut keinen Bock auf uns. Warte, ich rufe den nochmal an. Nö, geht nicht rein. Ich rufe nur Juni. Ja? Braucht ihr uns? Fahr mal klein.
Was? Nein, nein. Habt ihr geklärt? Ja, ja. Aber du klingst angepisst, ne? Ja, ja, egal. Okay, dann bis nachher. Ja, bis nachher. Pommes. Ja? Pommes. Soll ich eine Krawatte oder eine Fliege nehmen? Boah, das ist schwierig. Fliege. Das Güffi oder ist das... Justin! Geh zur Seite. Die ist im Spiegel. Justin! Das ist die Bundespolizei. Ich frage mich nicht, Alter. Ich habe Langeweile gehabt heute. Das merkt man gar nicht. Ich bin seit 6 Uhr wach, Digga. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Frag doch Justin. Ohne Scheiß, Digga. Aber Justin antwortet nicht, der Blöde. Justin! Frag mal lieber Johnny. Ich hab wieder Kopfschmerzen, Alter. Aua! Hallo! Beruhig dich, Junge. Der ist rangegangen. Es gibt keine schwarze Fliege, oder? Na klar. Nein, ich finde keine. Ganz unten im Karton. Überall fliegen die rum, Digga. Aber jetzt Winter ist ein bisschen schwieriger. Ja, da findet man nur Winterfliege. Oh, Schal. Das ist auch Schal ist auch wild, ne? Nee. Ich bin direkt zu Maxis. Mit deinem Palästinenser-Schal. Das ist auch wild. Ja. Curtis. Ja. Hast du schon mitbekommen? Was denn? Die haben nicht mehr 10 Millionen auf dem Konto, sondern 10,5 Millionen. Warum? Der Drips haben bezahlt. Kurz vor Ende der Deadline. Ja. Okay. Weißt du, warum Johnny so angepisst ist? Wir sind gerade losgefahren, aber ich glaube, also... Ja, der meinte, ihr habt das geklärt mit der Route. Haben wir auch. Ja, aber der war so angepisst. Ja, ich weiß nicht warum, aber haben wir geklärt. Okay. Okay. Wer fehlt jetzt noch? Nord, ne, aber die haben Zeit. Nord muss noch 1 oder 2 Millionen und die One Niners, aber da müssen wir uns nochmal anders die drücken, aber dem müssen wir noch die Ansage drücken, aber die verstecken sich. Okay. Kommen wir zum Park? Wir sind da gerade schon. Okay, dann bis gleich. Ich mach mich aber gleich in den Booth. Okay. Okay, dann tschüss. Gute Nacht, wenn ich nicht mehr da bin. Tschüss. Dubs haben auch bezahlt. Wir müssen zum Friseur. Ja. Okay. Kommt ihr mit oder wo fahrt ihr hin? Park. Okay, dann treffen wir uns im Park. Ey. Na Kollege, warum bist du so angepisst? Kann sein, dass jetzt Dingens kommen, die One-Niners, ne, zum Park. Ja, aber Finn meinte gerade, ihr findet ihn nicht. Aber gut, wir wollten eh zum Park. Der Phil hat mit der einen da am... Komm, Tante, wir gehen zu der Friseur. Am Dingens, mit dem telefoniert, mit der einen Alte da von dem. Also fahren wir zum Park? Ja. Die haben immer schlechte Laune, ne? Was zum... EMF5! Das war Donna Smith und Michael Smith. Bin mir sicher. Machen wir mit dem Bagger diesen Busch da weg, dann kann man ja auch vernünftig parken. Aber ich mag Busch. Ja, dann trimm dir den von Mila zurecht, aber nicht den hier.
Ich. Ach. Tja. Also habt ihr die doch erreicht? Wen, meinst du? Wo Niner? Ja, also die Nora hat mich gerade angerufen. Wer? Ich weiß aber nicht, ob die jetzt kommt. Die Nora, das ist die Freundin von diesem Biatcho. Ja, die hängen mit dem 49ern rum. Also ich glaub echt, sie das Gerücht, dass die One-Niner und die 49ers sich zusammenschließen. Ja, aber von den One-Niners hat man doch gar nichts mehr so mitbekommen. Ja, aber genau deswegen vielleicht. Ja. Weil man von den 49ers auch nichts mitbekommt. Denkst du, die haben Flagcross gemacht? Könnte sein. Petover. Ja. Oh, kleiner Moment. Ja, dann frag die doch mal, ob die kommen. Okay, war nur so eine Idee. Er kommt doch schon. Ist doch schon in Bereitschaft. Im Endeffekt würde das ja passen. Beide Parteien haben nicht viel gerissen. Wollt ihr verraten, wer das war auf der Route? Was? Wollt ihr verraten, wer das war? Naja. Wir wissen es. Das sind die Launder-Spassis. Das sind Launder schon wieder. Die braunen. Ach, das sind so 3-4 Idioten. Lass nicht drüber reden. Das waren Hayes, seine Arbeiter. Max? Ja. Ace hat zu denen gesagt, die dürfen jetzt nicht mehr arbeiten, dann waren die mad und wollen auf die Route. Achso, Bademeister. Ey, bringt mir auch eine mit, ja? Bademeister, kommen Sie mit. Ah. Hi. Tag zusammen. Wer kommt da jetzt? Das ist doch die, oder? Ist das nicht die Alte? Ja, das ist sie. Bla Hunde, Junge. Automarke. Bla Hunde. Das waren vom Hase Arbeiter? Ja, und jetzt nicht mehr. Jetzt wollen die. Ne? Hase hat Nein gesagt jetzt irgendwie oder irgendwie sowas. Jetzt wollen die da selber drauf. Jetzt wollen die mit den Yardis klären. Was? Nee, die haben dort gerade, glaube ich, anscheinend schon alles geklärt. Scheiß Yardi. Hallo, Ruhe. Das heißt dreckige Yardis. Genau, dreckige Yardis. Die wissen, dass die bei Schutzgeld zahlen müssen. Die zahlen ja schon Schutzgeld. Sonst komme ich mit der Planierraupe. Oh oh. Raupe. Wenn du kein Schutzgeld zahlst, sage ich das meiner Mama. Und die fahre ich mit der Planierraupe rüber. Ja. Ich stelle Barrikaden auf der Haut auf. Ich gehe Güffis Mama petzen. Boomer, danke schön für den Prime im 14. und Doomfox, danke für den Wies am 30. QB, danke für den Prime 11. Spoon hatten wir schon, ne? Hab ich irgendjemanden vergessen, der möge sich im Chat melden, bitte. Danke. Also, Digga. Boah, ich hoffe, Kiki hat drin Essen gemacht. Hab ich dich vergessen, Serafina? Oder wie er über den Busch guckt, als würde er die Folge beobachten. Weihnachten. Der Taker? Ja. Guck, er guckt. Er passt auf. Lüge. Hast du was gesehen? Was? Ja, eine Hecke. Nee, Schiefbümmel, ich hab dich nicht vergessen. Was hast du drüber gelesen? Nee, ich hab gepullert. Am Bon. Drüberlunzen braucht jemanden, der ihn hochhilft. Ich finde keine Seraphines, du hast mich angelogen. Weiß jemand, was der jetzt, was Juni jetzt mit der bequatscht? Macht's gut. Also eigentlich gibt nur Kohle, oder? Als ob die jetzt Geld bringt. Kaufst du sie? Ja, keine Tasche. Weiß dabei auch nicht, was genau da besprochen wird. Ich glaube, du musst mit Juni mal knutschen, da sind wir schlechte Laune. Ich glaube auch. Wir haben bis Freitag Zeit, uns 500.000 zu bringen. Ja, gehört jetzt dazu, dass nur eine Freundin, ne? Ne, die gehört da, glaube ich, zu. War die frech? Ja, okay, ja, okay. Die hat sich halt bei... Ich weiß von dem Treffen, ja. Die hat gerade bei Phil sich halt selber verraten, ne? Ja, die hat gesagt, mir auch erzählt, dass die bei dem Treffen dabei waren. Ja, wenigstens schon mal nicht gelogen.
Ja, diesen Tisch wird auch nicht gelobt. Was macht denn Nickelodeon wieder? Keine Ahnung. Cringe. Johnny, warum hast du eigentlich so schlecht Laune? Hab ich nicht. Kriegst du keinen Knutsche von Tante? Ich bin nur langsam müde. Uiuiuiui. Aber mit Zunge. Was soll das? Hallo, das ist Beatle, das ist nicht Johnny. Tagsam. 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 Metalol. Hallo. Und ihr wollt jetzt mit ins Koks-Business einsteigen? Nein. Wen meinst du? Nein, Jadi. Ja. Was ist bei dem Gespräch rausgekommen? Erzähl mal. Die werden sich das überlegen. Ja, alles klar, Mann. Ich hoffe natürlich nicht, dass er uns angreifen möchte. Angst, Potter. Tabasco, du denkst mal vor 20 Bits. Und Tori B, du wächst hier schlafende Kinder. Das war ja schon mal eine schöne Sache mit dir. Schon wieder 20, ne? Das sind 70 heute. Bruder. Ich will nicht, dass der Logan mich wieder anschreit. Dankeschön. Der Logan. Probieren wir es als Hat er sich eigentlich gemeldet wegen Machete? Nee, nicht mehr. Nee, bei uns auch. Hat er denn auch eine Machete abgezogen? Nee. Achso. Immer krieg geschlafen in den Chat, Boys. Gewinne, gewinne, gewinne. Dankeschön. Will deine bestellen. Vielen Dank, Mann. Wollt ihr eine Machete kaufen? Nee, wir haben tatsächlich schon eine. Ja, wenn ah, ihr braucht doch noch eine zweite, oder nicht? Ist die illegal? Machete? Mhm. Ja. Warum? Ich brauche die für Kokosnüsse. Sag das mal den Kopf. Hör auf, von Kokosnüssen zu reden. Warum? Ich hab da schlechte Erinnerungen. Genau, die Leute, die den Zappel kommen, haben wir cool, wenn ich den Kopf gefallen. Dankeschön. Aber Knarre darfst du tragen, oder was? Oh, oh. Ja, Knarre darf man tragen. Ich hab damals den Baum da hingesetzt. Palme. Als ob eine Machete illegal ist. Ja. Die gibt's nicht. Ja, aber man kann doch auch Messer kaufen. Waffenladen oder so zu kaufen. Ja, wo kann man den kaufen? Ja, aber keine Machete. Machete sind ja große Dinger, so große Stechdech. Damit stichst du doch nicht zu, damit haust du zu, du Idiot. Ja, was? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wie eine Machete funktioniert. Ja, damit haust du zu. Ich dachte, das ist eine Batterie. Wie hast du irgendwelche Probleme, Alter? Wieso? Du bist langweilig. Frühsport. Mein Arm ist eingeschlafen. Boah, ich glaube, es ist Zeit für Haarbuff. Boah, ja. Ja, ich gepenn. Ja. Baut rein. Laufen Sie rein. Tschüss. Bis morgen. Geht nichts mehr. Alle sind krank. Keine Geister. Ich geh, ja, ich schick dich den Link in den Discord, schau dich das später an. Mach ich damit, mach ich jetzt gleich. Ab in Haya. Hab ja gesagt, heute ist nur Short. Haben wir fast 3 Stündchen geschafft. Mit 10 Minuten Verspätung, ja. Dexus ist bestimmt da. Für die Leute, die noch weiter Bock Pommes haben. Johnny geht mit Sicherheit. Ach, der streamt eh nicht. Oh, da komme ich jetzt zum perfekten Zeitpunkt bei Dexus hin. Der quatscht nämlich gerade mit dem Bademeister und so. Ja, was ist heute? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sehen wir uns jetzt wieder, okay? Freitag sehen wir uns wieder. Samstag dann mit dem Waffendealer. Lippt alles. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich schicke euch zu Dexus. Seid lieb. Danke für den Support, für alles. Ihr wisst, ne? Benimmt euch. Und haltet die Ohren steif. Kollegen, ab in den Raid Pommes. Gucken, wer da jetzt noch alles reingeht.
und gleich bei Dexos Bank heißt, Pommes. Nicht vergessen. So. Tschüss. Gute Nacht. Oder viel Spaß noch. Macht nur mal ein bisschen Duplo. Schnell. Tschüss.